freue ich mich, euch das hervorragend quotiertes Podium vorzustellen. Wir haben Quotenmann als Moderator. Genau, deswegen bin ich auch da. Zu meiner Rechten sitzt Katina Schubert, ehemalige Landesgeschäftsführerin und heutige Landesvorsitzende der Linke Berlin. Zu meinem Linken sitzt Katja Kipping, Bundesvorsitzende der Partei Die Linke, Mitautorin des Papiers Digital Links. Genau, 10 Punkte für eine digitale Agenda der Linke, Entschuldigung, und auch langjährige Verfechterin des bedingungslosen Grundeinkommen. Und Nina Scholz, eine Journalistin aus Berlin. Sie schreibt für die Taz, Freitag, Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung, Analyse und Kritik über digitalen Kapitalismus, Alternativen und Widerstand. Und außerdem kümmert sie sich bei Deutschlandfunk um Thema Kultur, Audience Development und hat ein Buch geschrieben, Nerds, Geeks, Piraten, Digital Natives in Kultur und Politik in 2014. Genau, Digitalisierung, und meine Wenigkeit natürlich, ich bin Jacqueline Speer, Sprecher der Bundesarbeitsgemeinschaft Netzpolitik. Wir beschäftigen uns schwerpunktmäßig politisch mit diesen Themen, digitale Revolution, Digitalisierung, Netzpolitik, alles, was damit zu tun hat. Das heißt, wenn jemand Interesse hat, auch mitzumachen, kann er oder sie mich später gerne ansprechen. Auch einen zweiten Werbeblock meinerseits. Ich habe auch ein Buch zu einem ähnlichen Thema geschrieben. Es geht um den Einsatz von sozialen Medien in sozialen Bewegungen. Also wer Interesse hat, wie gesagt, später mich ansprechen. Und jetzt komme ich zum Thema der Veranstaltung Digitalisierung. Das kennen viele von uns, dass es langsam in immer mehr Lebensbereiche eindringt oder seine Auswirkungen zeigt, sowohl im Privatleben als auch in der Art und Weise, wie wir arbeiten, wie wir miteinander umgehen, soziale Kontakte, aber auch politisch, also auch in den verschiedenen Politikbereichen, merkt man, dass die Digitalisierung immer wichtiger wird. Das ist einerseits eine gute Sache, andererseits stellt man fest in der politischen Debatte, dass die Digitalisierung mittlerweile zu so einer Art Buzzword, es wird immer wieder verwendet, egal ob das jetzt mit dem Thema zu tun hat oder nicht. Beispielsweise will der Bundesverkehrsminister jetzt mehr Geld haben, weil Digitalisierung, und von der Leyen will auch im Verteidigungsetat mehr Geld haben, weil Digitalisierung, ob das jetzt damit zu tun hat oder nicht, ist eine andere Frage. Und dazu hat der Oxy-Blog auch richtig angemerkt, ich zitiere, dass Sätze wie die Gestaltung der digitalen Wirtschaft oder Digitalisierung durch Wirtschaft, Politik und Gesellschaft ist eine der drängendsten, wichtigen Herausforderungen unserer Zeit. Und dass Sätze wie diese gehören zum Standardrepertoire heute Politikerfloskeln. Jetzt natürlich sind natürlich immer, gemeint sind natürlich immer die anderen, nicht wir. Bin ich auch nicht. So wurde ich auch an meine Mitdiskutantin übergeben und euch die Frage stellen, fern von solchen Politikerflossen zu erzählen, was heißt für euch Digital Links, was heißt digitale Konzepte, um mit Digitalisierung umzugehen und wie zeigt sich das in eurer täglichen politischen Arbeit, in eurer Funktion, beziehungsweise kann Nina dann im Anschluss darauf eingehen, wie sieht sie das, wo gibt es vielleicht ein Gefälle zwischen dem, was Politiker sagen oder machen. Wer möchte anfangen? Also, was mir wichtig ist als Herangehensweise, also das, was Oxy beschreibt, das habe ich auch beobachtet. Vor allen Dingen im Wahlkampf war das so, wenn man als Politiker sich besonders modern zeigen wollte, musstest du dich vor allen Dingen oft das Wort Digitalisierung verwenden. Aber ganz oft, fand ich, war dann das, was so modern und mit Smartphone und so weiter daherkam, am Ende doch nur die gute alte Ausbeutung. Insofern, klar, ist immer die Frage, was ist unser Zugang zur Digitalisierung und nicht einfach nur, um das als Wort zu machen. Ansonsten könnte man auch einfach ein Bullshit-Bingo damit machen. Wer am meisten Digitalisierung sagt, gilt dann als modern oder so.
also was könnte eine linke Herangehensweise sein? Und da ist mir wichtig, dass wir uns erstmal darüber verständigen, in welche Richtung sollte linke Politik gehen. Natürlich beginnt linke Politik immer mit der schonungslosen Analyse des Bestehenden und der Kräfte- und Machtverhältnisse. Und dann ist aber die Frage, in welche Richtung wollen wir aufbrechen, weil wir kritisieren ja die bestehenden Verhältnisse. Und ich meine eine Linke, die in einem melancholischen Bezug auf gute alte Zeiten, ob die jetzt in 70er Jahren oder in 50er Jahren oder sonst wo angesiedelt sind, die wird nicht die Kämpfe um die Zukunft gewinnen, sondern es muss klar sein, es geht uns darum, eine Zukunft aufzubrechen und auch zu wissen, dass die umkämpft ist. So. Man kann ja darüber streiten, ob die Musik der 90er besser war als heute, aber das ist dann nicht die Frage für politische Strategien und schon gar nicht in meinem Alltag. Das Papier Digital Links, also eine linke digitale Agenda, habe ich zusammen mit Anke Domscheit-Berg, Martin Delius, Petra Sitte und Julia Schramm entwickelt und uns einte eine Überzeugung, es ist total müßig zu resonieren, ob wir die Umbrüche, die kommen, jetzt alle toll finden oder ob uns das eher nervt, sondern wie man sagt, Fakt ist, es kommt jetzt darauf an zu fragen, wie gehen wir das an, welche Weichen werden gestellt und eins kann man schon sagen, dass Digitalisierung den eingespielten Lauf der Dinge durcheinander bringt und Aufgabe von für Linke wäre es, da reinzugehen und das zu politisieren. So. Uns ist bewusst, dass die Potenziale des technischen Fortschritts ganz schnell in Zumutung umschlagen können, wenn sich an den politischen Verhältnissen nichts ändert. Also die Debatten um Digitalisierung von links sind von uns immer verbunden mit einem Kampf um die Veränderung der politischen Verhältnisse. Es gibt aber ein Potenzial, auf das wir immer hinweisen wollen, was mir auch wichtig ist, deutlich zu machen, digitale Güter haben erst einmal keine physische Begrenzung. Das kapitalistische Prinzip basiert aber ganz stark auf Verknappung. Bei Gütern wie einem Apfel kann man das ja vielleicht auch noch begründen, klar, wenn man den teilt, bleibt für jeden Einzelnen irgendwie weniger übrig. Ja, also ich habe hier einen, wenn ich den jetzt mit euch allen teilen würde, würde so ein kleines Stückchen für mich übrig bleiben. Wenn jetzt irgendwie ein Artikel, digitales Wissen etc. hier im ganzen Raum wir alle teilen würden, hätte jeder von uns den gleichen Erkenntnisgewinn und wahrscheinlich sogar mehr, weil es durch Teilen ja dann auch ein gemeinsames Klüger oder Weiterentwickeln gibt. Und deswegen würde ich sagen, dass... Ja gut, das ist dann mal der technischen Frage, die wir auch angehen müssen. Also das kapitalistische Prinzip der Knappheit bekommt dort einen Riss. Was wäre jetzt für mich wichtig, zum einen natürlich geht es am Ende richtig ans Eingemachte, nämlich um die Art und Weise, wie wir produzieren, also um die Frage von Wirtschaftspolitik. Die herrschende Wirtschaftspolitik ist stark geprägt vom Konkurrenzprinzip. Wir sagen halt, dass technischer Fortschritt sehr wohl auch die Bedingungen erleichtern könnte für einen kooperativen Produktionsstil, also für eine Ökonomie des Gemeinsamen. Das knüpft auch an Sachen, die übrigens außerhalb von Digitalisierungsdebatten eine Rolle gespielt haben. Also Elinor Ostrom, was die geschrieben hat, dass natürlich eine kooperative Bewirtschaftung von Commons viel nachhaltiger ist und damit am Ende auch effizienter. Und ich würde es jetzt mal, um eine provokante These in den Raum zu stellen, auch für linke Strategiedebatten. Während die linke Utopie des 20. Jahrhunderts vor allen Dingen auf der Lohnarbeit basierte, kann die linke Utopie des 21. Jahrhunderts sich auf die Produktion des Gemeinsamen aufbauen. Ein weiterer Punkt, der schon immer in linken Kämpfen eingeschrieben war, dessen Stellenwert durch Digitalisierung aber nochmal zunimmt, sind die Kämpfe um Arbeitszeitverkürzung. Wir fassen das wie folgt zusammen, es geht um gute Arbeit, nicht um ständiges Arbeiten. Nun gehen die Prognosen auseinander, ob im Zuge von Digitalisierung in den nächsten Jahren 40% der Arbeitsplätze wegfallen oder 12% wegfallen. Manche meinen, nee, es werden sogar mehr Arbeitsplätze entstehen. Das wage ich zu bezweifeln, aber ich will mich jetzt gar nicht auf eine Zahl festnageln. Fakt ist aber, dass sehr viele Arbeitsplätze im produktiven Bereich auf jeden Fall durch Automatisierung und Digitalisierung, übrigens auch im Bereich des Juristischen, alles, wo du mit Vorlagen arbeiten kannst, wird sehr viel an klassischen Erwerbsarbeitsplätzen wegfallen. Und das Entscheidende ist, damit diese Veränderungen nicht einfach zu einer Existenzbedrohung für viele werden und nur für einige wenige Konzerne zu Profiten führen, müssen wir ran an Zeitwohlstand für alle. Und das heißt, man muss ran an Arbeitszeitverkürzung. Digitalisierung und Automatisierung rollen also den alten linken Kämpfen um Arbeitszeitverkürzung einen roten Teppich aus.
ich mache keinen Hehl daraus, dass ich das für mich, wie viel Zeit habe ich noch, eng verbinde mit dem Projekt, auch das Frieka Haug stark gemacht hat, die 4-in-1-Perspektive, also wo es darum geht, dass im Leben von Männern und Frauen gleichermaßen Zeit ist für 4 gleichwertige Tätigkeiten, nämlich Erwerbsarbeit zum einen, zum zweiten Reproduktionsarbeit, zum dritten gesellschaftliche Einmischung und zum vierten auch Zeit für Muse. Und damit wären wir beim dritten Punkt. Was im Zuge von Digitalisierung auf jeden Fall passieren wird, ist, dass sich die Änderungen in der Arbeitswelt, aber auch in Kommunikationstechniken immer schneller vonstatten gehen. Also wenn man sich nochmal vergegenwärtigt, als das Telefon erfunden wurde, wie lange es dauerte, bis es zum Masseneinsatz kam. Also in Dresden, wo ich herkomme, hat es länger gedauert. Das hatte nochmal andere Ursachen, aber es hat trotzdem auch technisch eine Weile gedauert. Von der Erfindung des ersten Smartphones bis zum Masseneinsatz hat es nur noch wenige Jahre gedauert. Das heißt also, dass die Generation jetzt meiner Tochter in ihrer Arbeitswelt mit Techniken zu tun haben wird, die während ihrer Schulzeit wahrscheinlich noch nicht mal erfunden wurden. Das heißt also, dass es immer schneller und es stärkere Veränderungen geben wird. Was heißt das jetzt? Das heißt, finde ich, dass es ganz wichtig ist, dass wir eine Kultur haben, die nicht heißt, der Einzelne muss immer schneller und stressiger und so weiter, weil das führt nur ins Burnout, sondern viel stärker zu sagen, es braucht auch eine Kultur, wo es Zeiten gibt zur Umorientierung, zur Weiterbildung. Und die Forderung, für die ich so lange streite, nämlich das Recht auf Sabbaticals, auch mal gesagt, es müsste 2x im Erwerbsleben von Menschen das Recht auf eine bedingungslose Auszeit geben, also ein Jahr Sabbatical, wo sie das, was sie nutzen können, zur eigenen Neuorientierung, auch zur Weiterentwicklung etc. 4. Punkt, geht es mir um soziale Garantien. Und damit meine ich sowohl den Gedanken von Sanktionsfreiheit, solidarische Gesundheitsversicherung wie das bedingungslose Grundeinkommen. In der Linken wird das ja bekanntlich kontrovers diskutiert und es ist nicht entschieden, was bei uns die Mehrheitsposition ist. Gleichwohl will ich nicht verschweigen, dass es vor kurzem eine Umfrage von INSA gegeben hat, wo rauskam, dass 71% der linken Wähler das gut finden, 2/3 der Grünen und immerhin die Hälfte der SPD-Wählerschaft. Das heißt also, da ist was in Bewegung. Ich verstehe das Grundeinkommen ausdrücklich nicht jetzt als eine Stillhalteprämie, so nach dem Motto, ja die dann ihren Job verlieren wegen Digitalisierung, bekommen dann das Grundeinkommen und sollen die Klappe halten. Ich verstehe vielmehr das Grundeinkommen als ein Katalysator für Arbeitszeitverkürzung. Weil wenn jeder schon 1.000 Euro oder 1.100, BAG, die ja heute anwesend ist, will 1.079, glaube ich, als untersten Sockel hat. Und wenn du dann, sag ich mal, das Arbeitseinkommen, das Erwerbseinkommen aus einer 20-Stunden-Woche mit einem ordentlichen Stundenlohn obendrauf hast, bist du in einer anderen materiellen Situation, als wenn jetzt Menschen sozusagen von einer 40-Stunden-Woche runtergehen würden auf eine 30-Stunden-Woche. Also wirklich als Katalysator für Arbeitszeitverkürzung. Und ich will auch sagen, das Grundeinkommen könnte Arbeitskämpfe erleichtern, wird sie aber niemals ersetzen. Also Arbeit 4.0 erfordert auch Arbeitskämpfe 4.0. Deswegen müssen wir Modelle wie Mindesthonorare stärker ins Gespräch bringen und wahrscheinlich auch durchkämpfen. Oder die Sozialbeitragspflicht für Plattformen. Also wir kennen das jetzt schon, Helperlink oder sowas, wo einfach Dienste vermittelt werden und die Leute alle in die Solo-Selbstständigkeit gedrängt werden. Dann könnte man noch viel zu echter Datensouveränität sagen. Ich finde, dass Politik zum Beispiel sehr wohl gegenüber Unternehmen ihr Primat durchsetzen sollte, indem sie mal ein paar verpflichtende Regeln festlegt. Das Recht hätte Politik, indem sie zum Beispiel sagt, wir verlangen, es gibt eine Pflicht zu einfachen AGBs. Also ihr kennt das, ne? AGBs, diese ellenlangen Sachen, wo man nie bis zum, also ich habe das noch nie gemacht, bis zum Ende liest, weiß nicht, wer das schon mal bis zu Ende gemacht hat, so die AGBs, die dann im Netz auf dem Bildschirm aufklicken, bis zu Ende zu lesen. Man, am Ende entscheidet man sich immer, man klickt, weil man es braucht. Und da verpflichtet man sich zu allen möglichen Sachen, Zugriff auf alle möglichen Daten. Man könnte per Gesetz die verdonnern und so sagen, ja, ihr dürft nur Zugriff auf die Daten haben, die wirklich relevant sind und sie müssen ganz einfach und knapp gehalten werden. Und wer dagegen verstößt, der bekommt es mit der Staatsanwaltschaft zu tun. Aus Zeitgründen schließe ich an der Stelle mal, will nur noch sagen, dass alte Fragen wie die Eigentumsfrage sich auch in Zeiten von Digitalisierung stellen, auch mit Blick übrigens gerade auf ländliche Gebiete. Weil zu glauben, man könnte jetzt finanzielle Anreize setzen, damit große Konzerne endlich in den Glasfaserausbau im ländlichen Raum investieren, das ist ungefähr so ähnlich wie mit den Investitionen in Bus- und Bahnverkehr im ländlichen Raum. Ja? Also das wird sich für die großen Konzerne nur bedingt von Interesse sein. Umso wichtiger ist es, Sachen wie Glasfasernetze oder Bus- und Bahnanbindung als Teil der kommunalen Daseinsvorsorge zu betreiben und dort reinzugehen. Ja,
um es zusammenzufassen, es geht eben nicht um eine bloße Modernisierung der bestehenden Ungerechtigkeiten, also den gleichen Mist, bloß dann in digital und glitzernd, sondern es geht darum, die emanzipatorischen Potenziale, die im technischen Fortschritt vorhanden sind, die aber oft durch die Verhältnisse begrenzt werden, die freizusetzen. Und insofern, ja, ich will eine Ökonomie des Gemeinsamen, weil ich finde, die Zeit ist dafür gekommen. Vielen Dank. Das ist jetzt schwer da anzusetzen, weil das ist, glaube ich, etwas, was, wo wir uns alle sehr einig sind. Ich würde trotzdem gerne noch mal einen anderen Aspekt einbringen in die Frage der Digitalisierung, nämlich sozusagen den Zugang von Bürgerinnen und Bürgern. Wer hier in Berlin groß geworden ist oder lebt oder wahrscheinlich auch in anderen Städten, wird feststellen, dass Verwaltung im Moment noch nach Prinzipien funktioniert, die sehr alt hergebracht sind. Und dann ist dann der Windows 7 Rechner schon technischer Fortschritt. Und es gibt eine große Sehnsucht bei vielen zu sagen, ach, könnte ich mich doch einfach online anmelden oder meine Autoummeldung online erledigen oder viele andere bürokratische Gänge online machen. Das würde vieles beschleunigen und im Übrigen auch die Situation der Beschäftigten in diesen Verwaltungen durchaus erleichtern, weil wir haben dort Arbeitskräftemangel und nicht, würde also nicht notwendigerweise zur Verdichtung führen, sondern zu einer Erleichterung. Bis aber so eine Verwaltung sowas eingeführt hat, vergehen Jahre, weil die politischen Prozesse, die dorthin führen, und die Prozesse der Geldbeschaffung und die Implementierung eine ausgesprochen schwierige Veranstaltung sind. Und insofern ist das, hat das immer zwei Seiten einer Medaille. Also ich glaube, dass es sinnvoll ist, bestimmte Arbeitsvorgänge, die monoton sind, die ermüdend sind, die ätzend sind, die mit Ärger verbunden sind, dass es da Sinn machen kann, auch durch digitales Einsatz von Instrumenten oder von Einsatz von digitaler Instrumente diese Arbeiten aufzuwerten und zu erleichtern. Das fände ich richtig. Auf der anderen Seite werden wir, und das hast du gesagt, Prozesse haben, wo sogenannte Einfachtätigkeiten durch den Einsatz von Robotern und Automaten erheblich verschwinden werden. Es gibt da jetzt ganz unterschiedliche Prognosen. Also der DGB arbeitet und Verdi arbeiten da genauso intensiv dran, an dem Versuch zu prognostizieren, wie wird sich die Arbeitskräfteentwicklung vollziehen, wie zum Beispiel auch hier die Industrie- und Handelskammer und andere. Was Ihnen alles, wo Sie sich alle eigentlich einig sind, ist, es werden Arbeitsplätze verschwinden und es werden neue entstehen. Und ich glaube, als Linke müssen wir neben der Digital-Links-Agenda, wo ich mit vielem sehr, was ich vieles sehr richtig finde, außer die Frage mit dem Grundeinkommen, das müssen wir dann nochmal extra diskutieren. Aber da finde ich vieles richtig. Und trotzdem muss ich mal fragen, was ist sozusagen unsere Strategie, wenn es um die Veränderung von Arbeitsplätzen, die Veränderung von Beschäftigung geht und wo müssen wir ansetzen? Und ich glaube, das eine ist ganz wichtig, ist, was wir ansetzen, wo wir ansetzen müssen, ist das sogenannte personenbezogene Dienstleistungen. Also Pflege, Gesundheitsversorgung, Kitas, Schulen, alles da, wo es mit Menschen geht, wo es um Menschen geht, dass sie nicht nur aufgewertet werden und besser bezahlt werden, sondern dass man da auch sehr aufpassen muss bei der Digitalisierungsstrategie. Da kann es auch Erleichterungen geben, indem bestimmte Arbeitsabläufe, was weiß ich, wenn die alle mit dem iPad rumlaufen und ganz schnell ihre statistischen Daten eingeben und dann Übergaben im Krankenhaus von einem zum anderen dann vereinfacht werden, dann kann es das erleichtern. In dem Moment, wo aber Pflegetätigkeiten automatisiert werden, wo kranke Menschen irgendwie in Waschstraßen geschoben werden und solche Visionen gibt es ja auch schon, um Arbeitskräfte einzusparen, da müssen wir als Linke Stopp sagen und sagen, so etwas geht nicht. Also dass die personenbezogenen Dienstleistungen, die müssen analog bleiben und die müssen aufgewertet werden und die müssen wichtiger werden. Und wenn es zu einer Verlagerung der Aufmerksamkeit und der Bezahlungen in die Richtung dieses Gemeinwesens, dieses Gemeinwesens kommt, wäre das, glaube ich, gut. Insofern sollte das Teil unserer Strategie sein. Gute Arbeit, wenn wir das wollen, und das wollen wir, da sind wir uns irgendwie alle einig, glaube ich, müssen wir auch darüber diskutieren und dazu brauchen wir unsere europäischen Partner, unsere europäischen Partnerparteien und da eine gemeinsame Diskussion, dann muss es eine internationale Regulierung geben. Also wenn die ganzen Crowdworkerinnen und Worker, also Workers, auf Englisch,
Die sind ja in, sozusagen in rechtlosem Raum, wenn sie denn unter deutsches Arbeitsrecht fallen, und das wird den Arbeitgebern unangenehm, dann fallen sie halt unter irisches oder unter italienisches. So, das heißt also, das, was man an sozialer Absicherung organisieren könnte, wird über die Arbeitgeber nicht funktionieren, solange es da keine Regulierungen gibt. Und ich denke, es ist sinnvoll, und du hast das erwähnt, mit den Solo-Selbstständigen, und die meisten davon sind ja Solo-Selbstständigen, ob jetzt bei Helperling oder bei anderen Plattformen, die da gebaut werden, dass wir dazu zu zumindest europaweiten Regulierungen kommen, dass da Abgaben gezahlt werden müssen und die auch eine Absicherung finden. Dass sie die Möglichkeit haben, die Medien, die sie selber nutzen als Arbeitsmittel, auch zu nutzen, um sich zu organisieren. Weil es ist natürlich schwierig für eine Gewerkschaft, Menschen zu organisieren, die an ganz unterschiedlichen Arbeitsplätzen sitzen und die sich selten treffen. Also jetzt bei den Lieferdiensten mit den Fahrrädern, da fängt es jetzt langsam an zu funktionieren, dass sie sich organisieren, in Arbeitskämpfe gehen, für mehr Lohn und auch nur dafür streiten, dass die Arbeitsmittel zur Verfügung gestellt werden, weil sie halt ein ganz wichtiger Teil einer modernen Infrastruktur sind. Aber für Leute, die immer sehr an unterschiedlichen Plätzen sitzen und immer nur zum Beispiel Arbeitsabläufe, also die nur an den Ort gebunden sind, ist es nochmal umso komplizierter, sich zu organisieren. Ich glaube, das ist ein Ansatzpunkt für Regulierung international und für Unterstützung der Gewerkschaften, dass sie auch sich diesem Thema verstärkt zuwenden, weil das ist, glaube ich, für die Zukunftsfähigkeit von der Organisierung guter Arbeit ganz zentral wichtig. Und es wird ja nicht so sein, dass die Widersprüche zwischen Arbeit und Kapital aufhören, die digital linke Agenda angehen, sondern die Widersprüche werden ja eher noch komplizierter werden. Und insofern ist es umso notwendiger, dass wir Ansatzpunkte finden, auch diesen Entwicklungsrichtungen, die in Richtung Rechtlosigkeit oder noch stärker Rechtlosigkeit gehen, auch Einhalt zu gebieten. Letzte Anmerkung, die Möglichkeiten von Digitalisierung und auch die Nutzung hier Social Media, Sie jetzt gerade das Buch von Schackett, die haben ja eine erhebliche Auswirkung auch auf das, die Art und Weise, wie wir miteinander umgehen, wie wir miteinander kommunizieren, wie wir auch uns politisch organisieren. Das war vor 15 Jahren, hat man eben noch nicht über Facebook oder Instagram Aktionen auch koordiniert, Flashmobs organisiert. Da hat sich ganz viel verändert, ich glaube auch zum Positiven. Gleichzeitig ist es natürlich auch so, dass diese Social Media anfangen, in die innersten Bereiche von privaten Beziehungen einzusteigen. Und bei manchen Leuten ja auch schon die privaten Beziehungen ersetzen. So, also wenn ich dann 5000 Freunde auf Facebook habe, dann fühle ich mich irgendwie super aufgehoben. Ich merke so bei meinen Jungs, die 21 und 23 Jahre alt sind, dass sie sagen, ich glaube, ich gehe raus aufs Facebook. Ich habe dann doch lieber meine eigenen Freunde. Also es gibt dann auch so eine Tendenz zu sagen, also einerseits digitalisiert sich alles und schafft Blasen und eigene Realitäten. Das sieht man bei Rechtsextremen übrigens ganz extrem, die auf Facebook ihre eigenen Blasen entwickelt haben und dann auch glauben, sie sind tatsächlich die Mehrheit und aus dieser Haltung heraus agieren und andere angreifen. Und es gibt gleichzeitig aus meiner Beobachtung her so eine gewisse Sehnsucht zu sagen, wir müssen nicht alles den Netzen und dem Digitalen überlassen. Und wir müssen sehr darauf achten, dass wir uns auch noch selber finden und auch noch sowas wie analoge Kommunikation und analoges Miteinander organisieren. Und auch darum müssen wir als Linke darauf reagieren. Wir haben bei uns in der Landesgeschäftsstelle immer einen ständigen, nicht Streit, sondern ein ständiges Hin und Her. Wie viele Ressourcen setzen wir in die sozialen Medien und wie viele Ressourcen setzen wir in die analoge Kommunikation? Weil natürlich gibt es irgendwie den Hang zu sagen, naja, machen wir möglichst viel bei Facebook, da kriegen wir riesige Reichweiten, da erreichen wir mehr als mit jedem Flyer und mit jedem Haustürgespräch und mit jedem Infostand. Aber möglicherweise sind dann die Haustürbesuche und die Infostände auch erstens nicht verzichtbar und zweitens insofern wirksamer, als wenn man mit Leuten direkt redet, auch ganz andere Ergebnisse bringt. Und das ist, glaube ich, auch für die linke Strategiebildung immer wichtig, dass wir diese Balance halten zwischen digitaler und analoger Kommunikation und Strategiebildung. Ja, das ist doch ein ganz guter Anknüpfungspunkt. Hört man mich? Ja, ne? Weil ich bin, glaube ich, auch ein bisschen mehr auf der
warnen seid davor, diese Digitalprogramme oder dieses Digitalthema so überzubewerten. Also ich finde es natürlich super, dass die Linkspartei jetzt ein Digital-Links-Programm hat. Ich habe ja lange genug gesagt, irgendwie die Linke muss sich auch mit Technologiefragen auseinandersetzen. Deswegen ist es natürlich total gut. Ich finde aber vieles von dem, was in diesem Digital-Links-Programm drinsteht, hat mit digital eigentlich nicht so richtig viel zu tun. Also digital ist ja heute irgendwie alles und nichts und es wird auch so ein bisschen dargestellt, als ob es so eine Naturgewalt ist, die über uns hereinbricht und dann gibt es eine negative Digitalisierung, da haben wir auch schon ganz viele Beispiele gehört und dann gibt es die positive, das ist die linke also Version davon. Aber ich glaube, ganz viel von dem, was hier irgendwie beschrieben wird, ist gar keine Digitalisierung, sondern schlicht und einfach Neoliberalismus. Oder Kapitalismus. Also ich glaube, ganz viel von dem, was hier irgendwie erwähnt wird, also Flexibilisierung, hier steht drin, dass geglaubte Errungenschaften von Digitalisierung untergraben werden und Flexibilisierung fördern, das ist einfach der Kapitalismus und nicht die Digitalisierung. Also ein Beispiel ist zum Beispiel auch, also ich glaube, man muss sich immer noch mal genau angucken, was passiert eigentlich, wo ist Technologie und wo sind irgendwie soziale Prozesse. Also ich finde, ein Beispiel ist zum Beispiel, du hast es ja angesprochen, mit der künstlichen Verknappung von Gütern. Tatsächlich muss man aber noch mal ganz genau gucken, was wird denn heute konsumiert, und es werden halt total viele Dienstleistungen konsumiert und da schafft der Kapitalismus quasi permanent seine Probleme selber. Also es ist halt einfach so, ich arbeite immer länger, ich bin immer überforderter, also nehme ich zum Beispiel diese Dienste in Kauf. Helpling oder ich fahre mal schnell mit so einem DriveNow nach Hause. Ich muss halt irgendein Banking machen, weil ich habe gar keine Energie mehr, irgendwie diese Sachen zu machen. Also das ist halt einfach, das hat zum Beispiel einfach nicht so, klar, da werden Softwares benutzt, da stehen auch Algorithmen dahinter, aber das sind tatsächlich nicht digitale Prozesse, sondern das sind halt einfach so, der Kapitalismus produziert einfach immer wieder neue Produkte aus sich selber heraus. So, und da muss man, glaube ich, ganz genau angucken, dann auch mal zur Wurzel des Problems. So. Ich glaube, man muss auch noch mal genau angucken, was da für Wirtschaftszweige entstehen. Also so, es geht so ein bisschen in die Richtung, was du gesagt hast. Also ganz oft entstehen zum Beispiel Start-ups, gerade hier in Berlin, wenn man sich das anguckt, genau da, wo der Staat spart. Also da, wo die Sparpolitik ansetzt, da entstehen Start-ups. Also jetzt gerade haben wir einen Anstieg von zum Beispiel Pflege-Start-ups. Da gehen zum Beispiel diese Samwer-Brüder ganz stark rein. Wir haben jetzt zum Beispiel irgendwie ein Start-up, das Tiny Houses bauen will für Leute, die halt trotzdem irgendwie noch Eigentum haben will, aber die keinen Platz mehr haben. Das hat was mit den Wohnungsproblemen zu tun, das hat was mit der Bodenproblematik zu tun. Also das sind alles irgendwie Dinge, da muss man sich angucken, da entstehen keine Produkte aus einer Digitalisierung, die irgendwie passiert, sondern tatsächlich aus ganz realen Verhältnissen. Also ich glaube, da muss man einfach nochmal irgendwie ganz, also da würde ich, glaube ich, nochmal empfehlen, hinzugucken. Und auch dieses Thema Gig Economy, was aufgegriffen wird. Also ich habe ja auch oft drüber geschrieben, was sind das für Arbeitsverhältnisse. Ich habe ja auch diese Arbeitskämpfe der Deliveroo und Foodora-Fahrer sehr lange begleitet. Und ich finde das auch richtig, da hinzugucken, weil das war so ein Moment der Hoffnung. Diese Prekarisierten, die sich eigentlich gar nicht organisieren können, können das irgendwie doch. Aber was wir ja mittlerweile wissen, es gibt kein großes Wachstum der Gig-Economy. Also es wird nicht immer mehr Gig-Economy geben, aber was es tatsächlich gibt, ist die Gig-Economisierung der normalen Arbeitswelt. Also, und ich glaube, das muss man sich auch nochmal klar machen. Also es ist nicht einfach irgendwie so immer mehr Plattformen und immer mehr Leute arbeiten da, sondern das ist das Einfallstor dazu, dass die Arbeitsrechte auch in allen anderen Bereichen abgebaut werden. Auch das hat nur bedingt mit Digitalisierung zu tun. So. Deswegen würde ich auch nochmal davor warnen, zum Beispiel zu sagen, nur die Crowdworker kriegen jetzt irgendwie, da muss die Plattform Abgaben zahlen. Also ich bin zum Beispiel freiberufliche Journalistin und für mich bezahlt zum Beispiel keine Abgaben. Ich kann mich nie krank melden, also solche Sachen. Also das ist, glaube ich, gleichzeitig bin ich natürlich auch von dem Abbau irgendwie, unsere Honorare sinken auch. Ich habe auch keine Mitbestimmung, zum Beispiel beim Deutschlandfunk, weil ich Freiberuflerin bin. Und ich habe die gleichen Probleme wie andere auch. Und ich glaube, da muss man nochmal stärker gucken, was passiert denn da eigentlich sozial? Das passiert bei total vielen Menschen, nicht nur bei Foodora-Fahrern und nicht nur bei Clickworkern, die natürlich besonders schlimme Arbeitsverhältnisse haben, weil sie völlig entfremdet vor ihren eigenen Rechnern sitzen. Das möchte ich jetzt wirklich nicht mit meinen Arbeitsverhältnissen vergleichen. Genau, und
ich glaube, man muss auch noch mal stärker aufs Lohnthema gucken. Also ich habe zum Beispiel gerade ein Interview gemacht mit einer Organiserin, die jetzt eine Gamer-Gewerkschaft in UK aufbauen. Und die wollten zum Beispiel auch, also kurze Arbeitszeiten, diese ganzen Forderungen haben die. Und die Gamer sind denen aufs Dach gestiegen und haben gesagt, nee, wir wollen 100 Stunden am Stück programmieren, haben wir überhaupt keinen Bock drauf, weniger zu machen. Wir wollen halt einfach einen vernünftigen Lohn für den Kram, den wir da machen. Der macht uns Spaß, aber deswegen wollen wir nicht umsonst arbeiten. Und das ist, glaube ich, auch sowas, wo man noch mal stärker hingucken will, wo sind denn die Bedürfnisse, wollen wirklich alle weniger arbeiten, also Lohnfragen. Genau, also das ist irgendwie so ein bisschen, also einen relativ großen Bogen, aber ich würde jetzt trotzdem nochmal auch was zu so irgendwie Stadt sagen, was dann ja auch irgendwie Berlin betrifft. Und ich meine, da merken wir ja die Startups und die Tech-Unternehmen tatsächlich mittlerweile sehr stark. Also ich meine, der Google Campus ist ja nicht umsonst so ein Symbol geworden, dass die Menschen einfach Angst haben, dass jetzt die Gentrifizierung nochmal irgendwie sich beschleunigt. Und tatsächlich, das hat ja auch Daten in anderen Städten, dass man weiß, dass so funktioniert das tatsächlich auch. Aber diese Unternehmen sind ja schon in der Stadt. Also das ist halt, glaube ich, das, was man sich auch immer wieder klar machen muss und dass man, glaube ich, auch Pläne braucht, wie man denen dort begegnet. Also ich meine, Airbnb betreibt aggressivste Lobbypolitik auf EU-Ebene, um genau diese Sachen, die jetzt irgendwie hier gerade irgendwie als Gesetze eingeführt worden sind, um die Ferienwohnungen einzuschränken, wieder rückgängig zu machen. Google und Microsoft betreiben aggressivste Lobbypolitik in den Schulen, also Digitalisierungsprogramm in Schulen in allen Ehren so, aber wenn die Schulmaterialien drin sind, dann dann brennt die Hütte einfach. Gleichzeitig investieren irgendwie Unternehmen wie Zalando und so weiter in Immobilien. Das ist jetzt einfach nochmal, das sind ganz reale Probleme, die halt irgendwie hier in der Stadt nochmal sind, denen man auch begegnen muss. Genau, also da verknüpft sich immer Digitalisierung mit Realen. Da würde ich, glaube ich, tatsächlich dafür plädieren, nochmal genauer hinzugucken. Und eine Sache muss ich jetzt irgendwie zum Schluss nochmal sagen. Mir fehlt eigentlich die wichtigste Frage in diesem Digital-Links-Programm. Also ganz zum Schluss hast du nochmal Eigentum gesagt, Katja, aber dann habe ich gedacht, jetzt kommt's, aber dann kam es trotzdem nicht. Wie werden wir diese Unternehmen wieder los? Also wie demokratisieren wir die? Also so im Immobilienbereich sprechen wir mittlerweile über Enteignung und ich finde das auch sehr gut. Aber ich glaube, wir müssen auch darüber sprechen, dass diese Monopole, egal was wir für Gegenmodelle bauen und was wir für Reformen haben, trotzdem einfach immer, also dass die monopolisieren sich, die haben diese Netzwerkeffekte und wir müssen denen irgendwie begegnen. Und ich meine, in anderen Ländern gibt es mittlerweile auch Forderungen, die zu demokratisieren, Enteignungsforderungen. Und ich glaube, da muss man auch, glaube ich, nochmal stärker hingucken, wie man das irgendwie auf internationaler Ebene als Linke hinbekommt. Das war's. Vielen Dank. Bevor wir in die Diskussion einsteigen, freue ich mich, Petra Pau, Vizepräsidentin vom Bundestag, im Publikum zu begrüßen. Genau, ein Thema, das bei allen Vorträgen, Referate mitschwenkt, ist das Thema Arbeit. Jetzt hast du, Katja, schon von Utopien kurz gesprochen. Das beschäftigt das linke Denken tatsächlich schon lange, von Hannah Arendt, die von der Arbeitsgesellschaft geschrieben, der die Arbeit ausgeht. Oder das berühmte Zitat von Marx, morgens jagen, nach dem Essen kritisieren, wie ich gerade Lust habe. Weil die Arbeit halt anders organisiert ist, kann man auch so interpretieren, dass es mit der Digitalisierung und Automatisierung zu tun hat. Aber das sind ja letztendlich Utopien und wir haben richtig auch gemerkt, es gibt viele Kämpfe und viele Umwälzungen, die jetzt stattfinden. Es gehen Arbeitsplätze verloren, es entstehen neue, das ist nicht immer am gleichen Ort, nicht zum gleichen Zeitpunkt, nicht mit den gleichen Qualifikationen. Das heißt, wir brauchen jetzt Konzepte, Modelle, wie wir mit diesen Umwälzungen konkret umgehen, natürlich auch linke Konzepte. Habt ihr denn welche Maßnahmen das sein können? Naja. Ich meine, was du zuletzt angesprochen hast, Airbnb, die ganzen Autos, Autoteilen, Rollerteilen, was in Berlin ausgesprochen weit verbreitet ist, das sind ja Tendenzen, die sind ja auch eine zwiespältige Veranstaltung.
Also weil natürlich ist, wenn man in dieser Stadt wohnt, sehr praktisch, wenn man mal ganz schnell auf den Roller springen kann und irgendwie oder auf ein Fahrrad, ein Leihfahrrad und irgendwie die Strecke von A nach B schnell bewältigen kann. So, das hat völlige Vorteile und ich kenne 100.000 Leute, also naja, nicht ganz so viele, aber sehr viele, auch Linke, auch mit einem klaren Klassenstandpunkt, ich auch, die auch so Zugang zu so einem Rollersystem haben. Also Airbnb würde ich nie machen, aber auch, weil ich auch weiß, es ist hochriskantes zu tun. So. Und damit ergeben sich natürlich Tendenzen, die zwiespältig sind. Weil es werden Leistungen vergesellschaftet, die gleichzeitig kapitalisiert werden. Bestes Beispiel Uber. Du hast ein Auto, du machst jeden Tag dieselben Strecken und dann ist so ein Modell zu sagen, naja, dann biete ich das doch über eine App an, dann können Leute mitfahren, dann muss ich nicht die ganzen Kosten tragen. Ist ja eigentlich etwas, was hätte auch von Linken kommen können als Mitfahrzentrale. Früher hieß das Mitfahrzentrale. Nur heute ist es ein frontaler Angriff auf das Taxigewerbe und die Arbeitsplätze, die dort bestehen. Und bringt natürlich das ganze System des öffentlichen Nahverkehrs, des öffentlichen Nahverkehrs durcheinander sozusagen. Und es gibt eine Plattform dahinter, die damit viel Geld verdient. So, also das, was mal das Emanzipatorische war, nämlich man teilt sich sozusagen ein Fahrzeug. Das wird jetzt kommerzialisiert und kapitalisiert. Und ähnlich ist es ja auch mit Airbnb. Ich meine, dass Leute ihre Wohnung für die Dauer des Urlaubs mal untervermieten, das hat es in Berlin immer schon gegeben. So, aber mit Airbnb wird das zu einem Kommerz, zu einer Geschäftsstrategie, die tatsächlich ja dann dazu führt, dass Mietwohnungen dem Markt entzogen werden und insgesamt die Preise nach oben galoppieren und sich natürlich auch die Kieze verändern und so weiter. Da will ich jetzt nicht im Einzelnen draufgehen. Und das ist einfach die Frage, wie können wir diese Ökonomie des Gemeinsamen, was ja auch Katja benannt hat, das ist, was ich auch richtig finde, wie können wir diese Ökonomie des Gemeinsamen auch tatsächlich so schützen, dass sie nicht umschlägt in ein neoliberales Deregulierungsinstrument. So. Das ist ja, glaube ich, eine der ganz großen strategischen Herausforderungen. Und das Gleiche ist dann eben, stellt sich dann eben auch im Bildungsbereich, im Gesundheitsbereich und so weiter und so fort. Natürlich ist es ein Fortschritt, wenn alle Kinder ein Tablet kriegen und es nicht mehr die Frage des Geldbeutels der Eltern ist, ob sie ein Tablet haben oder nicht. Weil ansonsten hast du ja schon allein im Zugang zu technischen Instrumenten und zum Netz eine völlige Diskrepanz in dem, was die Kinder an Wissen, an Möglichkeiten, an Ausprobieren sich erschaffen können oder nicht. Und gleichzeitig ist es natürlich so, wenn alle denn das Google-Tablet oder das iPad oder was auch immer haben, dass dann auch nur ganz bestimmte Dinge gehen und ganz bestimmte Formen vorgelebt werden und ganz bestimmte Prägungen vorgenommen werden. Und wenn eine Schule sowas nicht kritisch hinterfragen kann, weil die Lehrerinnen und Lehrer noch gar nicht dafür ausgebildet sind, weil da hängt ja dann auch immer sozusagen die Ausbildung den technischen Ereignissen hinterher, dann wird es halt kompliziert so. Und das ist natürlich mit Politik ganz ähnlich. Wir hecheln ja den Entwicklungen auch immer ein Stück weit hinterher. Und wir versuchen sie dann auch anzunehmen. Aber das ist, sagen wir mal, die Geschwindigkeit, in der im Moment sich Dinge entwickeln und auch wieder absterben. Sachen vorangehen und dann auch wieder beendet sind. Also wenn man sich den Leihfahrradmarkt in Berlin anguckt, da hatten wir erst ganz viele. Jetzt wird es immer deutlich weniger und der Rest liegt im Busch, weil es sich dann eben dann doch nicht lohnt. So. Also, deswegen ist diese Start-ups, die kommen und viele gehen eben auch wieder, aber hinterlassen immer Leichen. Und zwar dann nicht nur Fahrräder, sondern eben auch viele Menschen, die sehr viel Enthusiasmus da reingesteckt haben, sehr viel Kraft, sehr viel Zeit, Leute angestellt haben und die stehen dann alle auf der Straße und stehen im Arbeitsamt. So, also das ist eine sehr, sehr dynamische Entwicklung und wir haben im Moment noch nicht die Instrumente, die wirklich zu beeinflussen. Und deswegen finde ich es richtig zu sagen, wir konzentrieren uns auf die Bereiche, wo wir tatsächlich Einfluss nehmen können. Also was die Regulierung zum Beispiel anbetrifft. Airbnb hat es nicht leicht in Berlin im Moment. Wir versuchen tatsächlich irgendwie bestimmte Bereiche auch zu schützen vor Überdigitalisierung, aber dass wir das ganz so in den Griff kriegen, da habe ich im Moment noch, fehlt mir noch so ein bisschen, muss ich ganz gestehen, die Utopie. Ja, ich finde es total wichtig, dass ihr auf Stadtebene das angreift. Ich mache jetzt mal den Sprung zu der zentralen Frage, die Nina gestellt hat, wie werden wir diese Unternehmen wieder los? Und mit dieser Frage gehen wir dorthin, wo es weh tut. Weil machen wir uns nichts vor, es gibt...
Amazon, Microsoft, Facebook, Apple und Google. Aber alle anderen auch. Ja, da gibt es auch andere Anwärter noch, aber die meinte ich jetzt auch und die haben natürlich eine Monopolstellung und auch eine Abhängigkeit, wo selbst wenn man jetzt sagt, okay, wir gründen jetzt in Berlin oder ganz mutig gesprochen in der EU eine öffentlich organisierte Form von Facebook, also Social Friends oder sowas, Let's Come Together oder irgend sowas, das wird ja, weil dieses andere schon so vernetzt und so verbreitet ist, kannst du das gar nicht, indem du einfach nur eine Alternative aufbaust, das entsprechend ersetzen. Und machen wir uns nichts vor, die haben, wer immer versucht, deren Macht gerade einzuschränken, hat mit ein paar Widerständen zu tun. Der erste Widerstand besteht darin, dass sie natürlich unglaublich einflussreich sind. Und das ist ja in dem Roman The Circle ganz schön mal angedeutet, wenn dann ein Unternehmen so eine Machtstellung hat, dass wundersamerweise all diejenigen, die den Kampf dagegen ansagen, dann Probleme kriegen über Skandale, stolpern etc. Das habe ich jetzt so in der Praxis noch nicht, also habe ich noch keine Beweise dafür, aber das deutet ja an, mit was für Problemen man zu tun hätte. Das zweite ist natürlich, dass die auch nach wie vor ein sehr positives Image haben und Politiker total gerne sich mit Mark Zuckerberg und so weiter ablichten lassen und sich eher geschmeichelt fühlen. Ja? Und es ist ein Politiker, der sagt so, ich schreibe mir jetzt auf die Fahnen, ich bekämpfe die, ich setze durch, dass die ordentlich besteuert werden. Wir reden noch nicht über Enteignen, nur über ordentlich besteuern. Da ist jetzt nicht so, dass es dann so diesen großen, ja super, den wählen wir jetzt. Und deswegen glaube ich, natürlich könnte man von politischer Seite immer sagen, wir beginnen erstens damit, eine ordentliche Besteuerung durchzusetzen, zweitens ganz konkrete politische Auflagen zu machen. Wir deuten in Digital Links einige an, also zum Beispiel die Pflicht zu anderen AGBs, das Recht, dass wenn man in ein anderes Netzwerk wechseln möchte, man alle sozialen Verknüpfungen, Beziehungen und Daten mitnehmen kann. Da werden die sich mit Händen und Füßen dagegen wehren, weil das ist ein Teil ihrer Machtressource. Aber am Ende muss man in der Tat darüber nachdenken, wie man das zerschlagen kann. Und ich glaube, womit wir anfangen können, und das wäre was, wo auch eine gesellschaftliche Bewegung einen guten Boden bereiten kann, damit, wenn es dann mal eine ordentliche Linksregierung gibt, die das auch durchsetzen kann, dass man ein ganz klares Shaming und Blaming beginnt und sagt, die haben Macht, die drücken sich vor Steuern und die entziehen der Gemeinschaft das Geld, was wir bräuchten, um in Kitas zu bekommen. Und ich sage, all die Rechten, die uns einreden wollen, dass eigentlich die Geflüchteten, die Migranten und so weiter das Problem sind, die lenken uns von diesem wichtigen Kampf ab. Unsere Aufgabe ist es zu sagen, jawohl, es gibt Leute, die behindern daran, dass wir hier das alles gut machen. Und das sind die großen Konzerne und das sozusagen die gilt es auf die Scheibe zu setzen und dafür zu sorgen, dass die ein schlechtes Image haben. Und diejenigen dann, also in Politik muss man auch immer mit Opportunismus arbeiten und dann sozusagen sagen, und die Politiker, die bereit sind, denen den Kampf anzusagen, die haben den Rückenwind in ihren Segeln. Auf jeden Fall. ja genau, ich würde da noch mal ein bisschen ergänzen, weil es stehen ja im Moment so ein paar Forderungen im Raum, gerade was zum Beispiel Facebook betrifft. Also deren Image ist ja ganz schön angekratzt gewesen, ne? Das ist ja jetzt, für die lief es ja jetzt nicht so mega gut, wobei für die Aktie läuft es mega gut, für das Image von Facebook trotzdem nicht so richtig gut. Und da könnte man zum Beispiel relativ, also ich glaube trotzdem, es gibt eine Öffentlichkeit dafür, da Forderungen quasi irgendwie anzuschließen neben der Besteuerung. Und ich glaube, eine total sinnvolle ist, Facebook aufzubrechen an bestimmten Punkten. Also verschiedene Wirtschaftswissenschaftler haben jetzt gesagt, es ist gar kein Problem, WhatsApp und Instagram zum Beispiel von Facebook zu trennen. Das hat ja auch was mit der Monopolisierung zu tun, ne, dass die das alles integriert haben. Eine weitere Forderung, die ich jetzt zum Beispiel kenne aus unseren Diskussionen beim Öffentlich-Rechtlichen, ist zum Beispiel, das ist jetzt auch keine Revolution, das ist vielleicht ein Reformchen, aber tatsächlich mittlerweile fühlt sich das fast revolutionär an, sowas wie Rundfunkräte für Facebook, um zum Beispiel auch irgendwie, und eben nicht irgendwie unter staatlicher Kontrolle, sondern tatsächlich zu überlegen, wie kann man das von vornherein demokratisieren und nicht so hierarchisch aufbauen, wie das zum Beispiel das Öffentlich-Rechtliche jetzt ist. Das sind alles Dinge, die irgendwie angedacht werden und glaube ich, da muss man auf jeden Fall irgendwie weiterdenken. Ich würde trotzdem nochmal
gerne auf diese Berlin-Ebene runtergehen, wo wir eben noch so drüber diskutiert haben. Und nochmal, okay, die Start-ups, die fallen irgendwie ein und wir können nichts gegen die machen. Aber also ich meine, die Berliner Landesregierung macht ja auch total viel, dass diese Start-ups hierher kommen. Wir haben eine Wirtschaftssenatorin, Ramona Popp, die einfach wirklich eigentlich fast Lobbypolitik für diese Unternehmen betreibt, die halt wirklich einfach die Start-ups einlädt, die Berlin sagt, wir wollen Start-up-Capital werden. Es gibt Einladungen irgendwie für Blockchain-Unternehmen, die halt irgendwie aus London weg wollen. Also denen wird es halt in Berlin einfach sehr einfach gemacht. Und ich will auch nochmal sagen, das hat auch was damit zu tun, also die werden hier, also ne, Berlin soll einfach Start-up-Capital werden, damit wirbt Berlin mittlerweile. Und es ist einfach eine richtig gefährliche Wette. Das ist nicht einfach nur so die Auswirkungen, die wir jetzt gerade schon spüren, sondern viele von diesen Unternehmen schreiben keine schwarzen Zahlen. Die schreiben rote Zahlen. Unternehmen wie Spotify haben immer noch kein Geschäftskonzept. Ich weiß nicht, ob Spotify mittlerweile eins hat, aber viele haben keins. Die haben quasi eine Investitionswette am Laufen. Die sagen den Investoren, wir machen irgendwann schwarze Zahlen, investiert in uns nochmal. Und es gibt wirklich viele Wirtschaftswissenschaftler, die mittlerweile zum Beispiel genau aus dem Grund von der neuen Tech-Bubble, wie es die Ende der 90er gab, und auch von der erneuten Finanzkrise waren. Und dann ist es in Berlin wirklich schlimm. Also das ist halt irgendwie, dann hat Berlin genau da drauf gesetzt und auf relativ wenig andere Wirtschaftsmöglichkeiten. Eine zweite Sache ist, warum ist auch Airbnb zum Beispiel so erfolgreich? Also auch in Berlin, das ist ja auch keine Naturgewalt, die über uns eingebrochen ist. Berlin wird als coole Stadt beworben. Die Touristen sind hier, weil Berlin halt einfach überall beworben wird als hier, du kannst so machen, was du willst, hier ist billig, hier kannst du raven, dies, das irgendwie so. Und das ist zum Beispiel eine Kampagne, die würde ich einfach total gerne stoppen. Für die Menschen ist Berlin irgendwann nicht mehr lebenswert, weil man halt einfach irgendwie nur darauf setzt. Und die meisten Berlinerinnen und Berliner verdienen nicht daran. Es verdienen die großen Lufthansa, Airbnb. Ne? Also in den Kiezen steigen die Preise zum Beispiel. Und ich glaube aber, und das hast du ja auch gesagt, Katja, was halt total wichtig ist, ist tatsächlich Alternativen aufzubauen tatsächlich dafür. Also zum Beispiel zu diesen Startups, wo halt viele Leute, also das ist ja auch für die Gründerinnen und Gründer, die Startups gründen, ist das ja eigentlich kein besonders tolles Modell. Also manche finden das vielleicht, ich finde das eher nicht, weil ich meine, was haben die? Die haben drei Möglichkeiten. Entweder sie machen pleite, dann haben sie all ihre Arbeit in ein Unternehmen gesteckt, das pleite macht, das nicht funktioniert hat. Weil eben ein Unternehmen bleibt am Ende übrig eigentlich, dass das Monopol hat. Das hat einfach mit diesem Wirtschaftskonzept zu tun. So. Das heißt, die alle anderen gehen irgendwie kaputt. Oder ihre Idee wird aufgekauft. Das heißt, sie arbeiten für irgendwas, was dann irgendwie aufgekauft wird. Das ist auch eine Form von Entfremdung. Tatsächlich sind ja Plattformgenossenschaften, haben aber in Berlin kaum Förderung. Also ich habe tatsächlich vor 2 Tagen ein Interview gemacht mit Ela Kagel vom Supermarkt hier in Berlin, die ja Plattformgenossenschaften, also die vernetzen die und die kümmern sich darum und die betreiben auch so ein bisschen Lobbypolitik für Plattformgenossenschaften. Und die sagen halt auch, aber halt niemand kümmert sich um uns. Also es ist halt einfach, wir versuchen halt irgendwie Gelder ranzubekommen. Google macht da Angebote. Also in die Plattformgenossenschaften in New York haben gerade irgendwie richtig viel Geld von Google bekommen. Und da muss die Politik jetzt reagieren und einfach Alternativen aufbauen. Also das ist zum Beispiel auch, warum kommen diese ganzen Unternehmen, Airbnb und so, einfach, warum sind die so stark? Weil es in Silicon Valley einfach Netzwerke gibt, weil die da einfach ausprobieren können, weil es da Geld gibt. Und wenn man halt wirklich Alternativen aufbauen will, dann muss man zum Beispiel für so gemeinwirtschaftliche Dinge auch Alternativen aufbauen. Genau. Also wir merken, die Digitalisierung ist nicht mehr wie vor ein paar Jahren, dass man davon gesprochen hat. Und das war etwas ganz weit weg. Also wir merken in vielen, vielen Bereichen, habt ihr gut gezeigt, das greift schon ein in das Leben der Individuen, zum Beispiel in der Stadt Berlin, aber auch an anderen Orten. Ihr habt auch viele Ideen eingebracht, wie man da entgegensetzen kann, von der Besteuerung bis hin zu Zerschlagung oder alternative Modellen entwickeln. Und wo seht ihr jetzt tatsächlich konkrete Maßnahmen, die wir als Linke in der Politik lenken, eingreifen können? Wohlgemerkt, wir sind in Berlin in der Regierung, aber in Deutschland oder in der EU in der Opposition, also die Kräfteverhältnisse sind auch unterschiedlich. Wo habt ihr da Ideen, was wir jetzt tatsächlich in den nächsten paar Jahren umsetzen können? Ja, ich fand den Ansatz mit den Plattformgenossenschaften ziemlich spannend. Also
Also dass Ramona Popp von den Grünen kommt halt auch eher aus diesem grünen Realo-Flügel und findet das ganz super mit den Startups. Wir haben da schon mehrfach darauf hingewiesen, dass es da durchaus auch unterschiedliche Erfahrungen mit gibt und dass eben sehr viele Pleiten auch immer sehr oft dann irgendwie am Jobcenter geendet, am Arbeitsamt geendet haben für die Beschäftigten und übrigens auch für einen Teil der Unternehmer, die dann sich eben nicht haben absichern können und eben nicht die super Idee gehabt haben, die von Facebook irgendwann aufgekauft wird oder von Google oder wem auch immer. Insofern ist es auch ein Teil von Auseinandersetzungen und Aushandlungsprozessen. Die Idee solidarischer Ökonomie sozusagen auf der Insel Berlin einzuführen, die spukt in unseren Köpfen durchaus rum. Und wenn wir da Hilfe kriegen bei einer Ausarbeitung, was können wir sozusagen als Pioniere machen, um auch so eine Transformationsperspektive aufzumachen, wohl wissend, dass wir in Berlin nicht den Kapitalismus abschaffen können, sozusagen als Insellösung, aber dass man irgendwie Perspektiven für Transformation, von mir aus auch digital gestützte Transformation hinbekommen. Bin ich irgendwie für kluge Hinweise und Ideen wirklich sehr dankbar, weil das ist, glaube ich, eine der zentralen Herausforderungen, dass man so eine Idee schafft, dass Menschen lernen, auch wieder in Alternativen zu denken und dass diese Allmacht, die sozusagen die großen Konzerne auch bekommen, auch im Alltagsleben der Leute, also mittlerweile kann man sich ja einen Amazon-Lautsprecher kaufen, den man dann irgendwie in der Wohnung mitteilt, bring mir ein Bier. Und wenn man dann den entsprechenden Roboter hat und den entsprechenden Kühlschrank, kann der einem echt ein Bier bringen, ja. Es ist absurd, ich müsste das nicht haben, aber technisch geht sowas alles und das wird dann als Faszinosum verkauft. So. Und ich glaube, da muss man eine Gegenerzählung auch schaffen. Was der erstens auch noch alles so mithört und ja, der meldet es der Krankenkasse und schon kriegst du einen höheren Tarif, weil du alkoholgefährdet bist oder so. Das ist ja alles von der Vernetzung her dann solcher Geräte möglich, aber trotzdem ist es ja so, das wird irgendwie für 20 Euro verkauft, das Ding oder so, oder für 100, das ist ja nicht viel Geld, was die Leute wollen. Aber das, was dann danach kommt, das kostet A viel Geld und es greift in das Alltagsleben der Leute ein. Und diese Idee von solidarischer Ökonomie, also wir versuchen das jetzt irgendwie im Wohnungsbereich nochmal zu verstärken, indem Genossenschaften verstärkt auch Förderung bekommen, um den Anteil der gemeinwirtschaftlichen Wohnungen neben den landeseigenen Wohnungen nochmal hochzubringen. Aber das ist auch sozusagen unsere Zuständigkeit. Ich glaube tatsächlich, dass dieser Bereich in der Wirtschaftsförderung verstärkt werden muss, um neue Formen auch des Wirtschaftens zu etablieren und solidarische Formen des Wirtschaftens zu etablieren und auch zu zeigen, dass es funktionieren kann. Und zwar nicht auf dem Modell der Ausbeutung, was wir jetzt ja noch ganz viel haben in sozusagen im Bereich ethnische Ökonomie. Wir haben sehr viele Unternehmen, die ganz fest in türkischer oder arabischer oder sonst wie Hand sind und ganz oft hat man da ganz schwierige Arbeitsverhältnisse. Und gleichzeitig haben wir aber da ganz viele Bereiche auch, die tatsächlich nach dem Solidarprinzip funktionieren, aber jenseits der Regularien, weil da sind es dann Familienangehörige und Freunde, die da arbeiten, jenseits von Beschäftigungsverhältnissen. Und wie man das hinkriegt, dass sie sichere Beschäftigungsverhältnisse, Absicherung kriegen und trotzdem dieses Solidarprinzip beibehalten wird, über die Genossenschaftsidee, glaube ich, kann das sogar funktionieren. Und das dann auch entsprechend fördert, das ist, glaube ich, eine der ganz großen Herausforderungen. Hier für die Stadt, aber auch natürlich für andere Städte, wo wir was zu sagen haben. Ich finde es gut, dass wir uns auf die Maßnahmen konzentrieren, die man machen kann und nicht über Negativszenarien so viel reden. Wobei ich an der Stelle einfach nochmal einen Literaturtipp loswerden will. Also wer da noch Futter für seine Fantasie braucht, Marc-Uwe Kling, Quality Land. Also Marc-Uwe Kling, das ist der die Känguru-Chroniken hat. Es lohnt sich zu lesen. Es ist unglaublich unterhaltsam und witzig und man hat danach die Bilder im Kopf. Man hat das Gefühl, so viel hat er dann doch nicht erfunden. Er hat es nur verdichtet. So, genau. Die sucht dir dann aber auch kleinen Sexualpartner aus und so. Also ist für alles gesorgt. Nein, aber jetzt zu den konkreten Maßnahmen, weil das finde ich, die Negativszenarien kann die Literatur so viel schöner auf den Punkt kriegen, da müssen wir hier gar nicht so uns abstrampeln. Also für mich als Sozialpolitikerin im Bundestag kann ich ja nicht sagen, was wir jetzt demnächst einführen, weil wir haben ja noch Mehrheiten, das müssen wir übrigens unbedingt ändern, wollte ich nochmal sagen, wir dürfen nicht vor dem Rechtsruck kapitulieren, ja, wir müssen den Kampf um fortschrittliche Mehrheiten aufnehmen, ich glaube, wir brauchen
brauchen auch einen Regierungswechsel, weil wir müssen ein paar grundlegende Sachen in der Sozialpolitik ändern. Damit meine ich, dass das System der Sozialversicherung, was ja darauf basiert, dass man Anwartschaften erwirbt, damit man abgesichert wird, ergänzt wird, nicht ersetzt, immer nur ergänzt wird durch das Prinzip der sozialen Garantien. Jetzt können wir uns noch streiten, wie wir die ausgestalten, aber zu sagen, dass es immer in dem Moment, wo jemand es nicht mehr durch seine Erwerbsarbeit abgesichert ist, er nicht in ein System von Schikane fällt. Deswegen ist Sanktionsfreiheit so wichtig, deswegen sozusagen auch die Idee von Mindestsicherung oder Mindestrente. Ich finde ja, Grundeinkommen wäre dann die konsequenteste Form, das zu ersetzen, aber wir müssen auf jeden Fall diesen Gedanken sozialer Garantien stark einführen. Und man muss, finde ich, die Idee von Mindesthonoraren viel stärker auch nochmal bewerben und auch einen gesellschaftlichen Druck aufbauen. Weil ich erinnere mich, als wir zum ersten Mal den Mindestlohn in meiner Partei gefordert haben, da waren fast alle dagegen. Übrigens alle, die heute meinen, sie persönlich hätten den Mindestlohn durchgesetzt. Ne? Und halt die Hälfte davon haben uns damals angegriffen, aber wir sind ja nicht nachtragend. Aber ich will nur sagen, ich habe ein gutes Gedächtnis. So, genauso das Thema Sozialversicherungspflichtigkeit bei Plattformanbietern. Wobei ich da ein Dilemma schon sehe, Nina, und du als Praktikerin kannst vielleicht auch nochmal genau sagen, wie macht man die Unterscheidung zwischen erzwungener Solo-Selbstständigkeit, wo man sagen kann, ist eigentlich ein ganz übler Trick, wo Menschen in Solo-Selbstständigkeit getrieben werden, nur damit sich Unternehmen vor Bezahlen der Sozialversicherungsbeiträge drücken können, und wo ist es selbst gewählt, weil man seine eigene Herrin sein möchte. So, das finde ich, diese Unterscheidung, wo du reingehen kannst und das unterbinden kannst. Bei Helperling ist es klar. Da gibt es eine Plattform, da kann man sagen, wer sowas anbietet, ist verpflichtet, entsprechend für Urlaubszeiten, Krankheitsfälle und für die Sozialversicherung vorzukommen. Bei einer selbstständigen Journalistin finde ich es schwierig, können natürlich verlangen, also dass eigentlich all die verschiedenen Zeitungen oder Radios, wo du bist, dann jeweils anteilig sozialversicherungspflichtig das machen. Das wäre eine Möglichkeit, die ich mir vorstellen kann. Da müsste es halt eine prozentuale Aufteilung dazu geben. Das sind jetzt konkrete Maßnahmen, die ich mir als Sozialpolitikerin vorstellen kann und für die man streiten kann, wovon man vieles, glaube ich, auch auf nationaler Ebene einführen kann. Und trotzdem, wenn wir den Kampf um die Zukunft richtig aufnehmen wollen, muss man die ganz großen Fragen stellen. Und man muss sich auch mit diesen Konzernen anlegen. Das heißt, da muss es eine internationale, zumindest im ersten Schritt europäische Bewegung geben. Deswegen finde ich es so wichtig, dass europaweit die Kämpfe um eine stärkere Besteuerung und vor allen Dingen ein Unterbinden all der Steuertricks, von denen Amazon, Google und Co. jetzt profitieren, dass das startet. Und ich finde, da muss man auch alle Politiker in die Pflicht nehmen. Ja, dann antworte ich mal drauf. Ist schwierig zu unterscheiden, weil die Grenzen halt komplett fließend sind und wahrscheinlich bei keinem gleich und manchmal nicht in jedem Jahr gleich. Und ich glaube, das ist das, was ich am Anfang gesagt habe. Ich glaube, man muss wieder hin zu universellen Arbeiterinnenrechten. Also das ist halt, dass die Unterscheidung zum Beispiel zwischen Festanstellung und zum Beispiel Freiberuflertum einfach nicht groß ist. Oder dass halt die Grenzen, also das ist ja zum Beispiel, auch wenn man zum Beispiel mit Foodora oder Deliveroo-Fahrern spricht, ist es ja nicht so, dass die sagen, wir wollen gerne festangestellt sein oder was ist eigentlich der Wunsch. Da ist es eigentlich ganz ähnlich wie bei mir, die mögen das. Die mögen das auch für verschiedene Auftraggeber zu arbeiten, die mögen das, ihre Zeit sich selber einzuteilen, aber warum sollen die deswegen keine fairen Löhne bekommen, warum sollen die deswegen keine Krankenversicherung bekommen und warum sollen die sich nicht krank melden müssen und warum sollen die ihre eigenen Arbeitsmaterialien mitbringen? Und das ist ja zum Beispiel bei mir auch nicht anders. Also das ist, ich kriege auch keinen Laptop gestellt. Also ich, ne, und das ist, kriege auch kein Handy von meinem Arbeitgeber gestellt. Festangestellte kriegen das aber teilweise durchaus und ich kriege auch keine bezahlten Urlaubstage. Und manchmal ist man ja auch eine Zeit lang festangestellt und dann wieder frei. Also ich glaube, das ist tatsächlich das, was ja passiert ist bei diesen ganzen Sozialabbauten, ist ja, dass es halt immer mehr Ausnahmen von der Ausnahme, von der Ausnahme, von der Ausnahme gibt und dann gibt es auf einmal unglaublich viele Schlupflöcher und da muss man eben hin, dass es halt sowohl diese Freiheiten gibt zu entscheiden, dass man halt einfach arbeiten kann, wann und wo man will, also ein Stück weit, also auch switchen kann und dass man nicht immer komplett aus irgendwelchen Kassen rausfällt. Beantwortet das deine Frage so ein bisschen? Ja, absolut. Absolut. Für alle Unternehmen und für alle Arbeiterinnen. Ja, das wäre zum Beispiel eine Möglichkeit. Und also und darüber wird ja auch diskutiert. Also es gibt ja zum Beispiel verschiedene Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler aus ganz Europa, aber ich glaube, treibend sind da vor allen Dingen die aus UK, die sich halt irgendwie so mit Arbeitsrechten beschäftigen, die tatsächlich überlegen, wie man das auf EU-Ebene, das kann man ja nur auf EU-Ebene durchsetzen, also das wird ja schon betrieben.
Ja, willst du darauf eingehen? Oder? Okay. Dann habe ich noch eine Frage, bevor wir die Diskussion auch für das Publikum öffnen. Die Digitalisierung betrifft ja viele Bereiche im Leben. Können wir das in der Kürze der Zeit gar nicht alles ausführlich diskutieren. Aber ein Wort ist mehrmals eingefallen, und zwar Demokratie. Also du hattest angesprochen im Sinne von Rechtsextremismus und alles, was wir in den letzten Wochen und Monaten sehr prägnant gesehen haben, vor allem in Deutschland, Chemnitz zum Beispiel. Und Nina hat es angesprochen in dem wirtschaftlichen Sinne, also wie demokratisieren wir die großen Unternehmen, die tatsächlich heute viel Macht über das Einzelne, über die Wirtschaft, über die Politik haben. Was denkt ihr, kann die Digitalisierung der Demokratie mehr, also gibt es mehr Demokratisierung durch Digitalisierung, oder ist es eher gefährlich für die Demokratie, die Entwicklung, die wir durch die Digitalisierung sehen? Also die Monopolisierung, die aggressive Monopolisierung von Unternehmen wie Google, Facebook und so ist natürlich eine massive Gefahr für Demokratie. Ich glaube, weiß gar nicht, ob es das irgendwie so seit dem Anfang des Kapitalismus so nochmal gegeben hat. Tatsächlich hat Demokratie auch nicht so viel mit Digitalem zu tun, finde ich. Also das ist tatsächlich, muss man auch aufpassen, dass man nicht Leute ausschließt. Also wenn ich mir zum Beispiel meine ehemaligen Nachbarinnen und Nachbarn am Kotti angucke, die möchten halt mitbestimmen, aber da haben ganz viele einfach gar keinen Zugang zu irgendwelchen digitalen, also das interessiert die einfach nicht. Digitale Tools ist einfach was, was in deren Leben nicht vorkommt. Die nutzen WhatsApp und das war's. So, aber die möchten zusammenkommen und die möchten über ihren Lebensraum bestimmen zum Beispiel. Und da haben sie das Gefühl, das können sie nicht, da sind sie völlig entfremdet. Da wird über ihre Köpfe hinweg entschieden, wie ihr Lebensraum gestaltet wird. Einerseits von der Stadt, dann von ihren privatwirtschaftlichen Vermieterinnen und Vermietern wie Deutsche Wohnen. Auf der anderen Seite ist es zwar eine städtische Genossenschaft, viel mehr Mitbestimmung gibt es da aber auch nicht, obwohl es da irgendwie so ein Feigenblatt-Mieterrat gibt. Also, und das ist, glaube ich, zum Beispiel was ich bei Demokratiebedürfnissen immer wieder höre. Ich möchte da, wo ich bin, wo ich lebe und wo ich arbeite, mitbestimmen können. Und ich sehe eigentlich fast keine Beispiele, wo das funktioniert. Es ist ambivalent und widersprüchlich, weil morgen haben wir ja ein Podium mit Nick Srinicek, und er hat in seinem Buch, finde ich, sehr gut herausgearbeitet, wie damals in dem kurzen Zeitfenster, wo es in Chile einen sozialistischen Versuch gab, die eigentlich Ideen hatten, die Wirtschaft zu planen und daran gescheitert sind, zum Beispiel, dass sie nicht entsprechend die Technik hatten und die hätten da, also wenn die damals nur ein paar mehr Computer gehabt hätten, hätte denen die Arbeit das erleichtert. Also ich glaube, dass wenn du andere Kräfteverhältnisse hast, sowas auch genutzt werden kann für nachhaltiges regionales Wirtschaften. Was man auch sagen muss, um wieder über die Potenziale zu reden, natürlich solche Sachen wie WikiLeaks haben auch mehr Transparenz geschaffen und ermöglichen es Leuten, Sachen öffentlich zu machen, was schon auch den ein oder anderen Machtstruktur Ärger bereitet. So, und Dinge damit öffentlich werden. Die übrigens, insofern ist es ganz wichtig, das macht auch eine konkrete Maßnahme, mehr Schutz für alle Whistleblower. So, weil oft sind diejenigen, die unhaltbare Zustände aufdecken, haben danach ein echtes Problem im weiteren Berufsleben. So, und das betrifft ja nicht nur die prominenten Personen. Aber ich glaube auch, es gibt natürlich wiederum mit all dem, was passiert, Möglichkeit zu viel mehr Manipulation. Also wenn man sich jetzt mal dieses Politikinstrument Polis anschaut, das kannst du natürlich irgendwie viele Leute zu Meinungsabfragen machen. Aber ich weiß noch aus ganz altmodischen Volksabstimmungen, dass zum Beispiel entscheidend ist, wie die Fragestellung ist und dass man über die Art der Fragestellung unglaublich viel manipulieren kann. Ich nehme mal ein Beispiel aus der analogen Welt. Also als damals, es gab ja mal ein Zeitfenster, wo es so aussah, als ob überall Studiengebühren eingeführt wurden. Und dem vorangegangen war eine Umfrage, sozusagen, was die Akzeptanz anbelangt. Und diese Fragestellung war so, dass die Leute nur zwischen unterschiedlichen Modellen eigentlich wählen konnten. Und die große Pressebotschaft des Zentrums für Hochschulentwicklung war dann, Mehrheit ist einverstanden mit Studiengebühren. Daraufhin gab es so eine Bewegung, es hat unglaubliche sozusagen Studierendenbewegung dagegen gebraucht, um diese Entwicklung zu stoppen. Das heißt, dass schon allein die Fragestellung gibt ganz viel vor.
Und dann kann noch dazu, dass so Algorithmen Sachen beeinflussen können, wo, wenn das nicht einer demokratischen Kontrolle und Transparenz unterliegt, ganz schnell Sachen passieren. Dass auch Instrumente wie Polis genutzt werden, um vor allen Dingen Daten von Menschen zu sammeln, die dann in den Händen einiger weniger sind, wo man ganz gezielt wiederum denen Zuarbeit machen kann. Deswegen will ich nur sagen, also es gibt Möglichkeiten wie Transparenz, aber auch unglaubliche Möglichkeiten zur Manipulation. Und das heißt, würde ich sagen, eins ist wichtiger denn je, die Fähigkeit, den eigenen Verstand zu benutzen und kritische Urteilskraft. Naja, Polis baut ja auch auf dem Prinzip, stimme ich zu, stimme ich nicht zu. Ja, nein, völlig binär, wie eben die digitale Welt so ist. Und das, was an gesellschaftlichen Widersprüchlichkeiten, an unterschiedlichen Einschätzungen, an Diskurs sozusagen notwendig ist, um gesellschaftliche Entwicklungen einzuschätzen und zu beeinflussen, das ist eben nicht binär zu organisieren. Da kann man sich digitaler Medien behelfen, aber nur dann, wenn man da auch diskutieren kann und nicht nur Ja oder Nein sagt. Das nur als Nebenschlenker. Ja, was du sagst, ist Demokratie. Sind digitale Medien auch als Angriff auf Demokratie nutzbar? Und wir sehen das im Moment bei den Sicherheitsbehörden. Wir sehen das im Moment bei den Möglichkeiten, die Polizei und vor allen Dingen Verfassungsschutzbehörden haben, um an Daten ranzukommen, um daraus Schlussfolgerungen zu ziehen und in der Regel dann auch die falschen Schlussfolgerungen zu ziehen, um tatsächlich ein erhebliches Überwachungspotenzial zu entfalten. Du hast es ja vorhin gesagt, wer dann alles mithört bei dem Amazon-Lautsprecher, das ist ja nicht mehr Orwell 1984 Fantasien, sondern das ist ja Realität, dass man nicht so genau weiß, was von der eigenen Kommunikation eigentlich tatsächlich abgehört wird, wer welchen Zugriff darauf bekommt, weil ich meine, wenn ihr euch eure Smartphones anguckt, die meisten von euch haben dann eben auch WhatsApp oder Facebook oder Google-Browser oder was weiß ich. Und die Frage, ob das geschützt ist, was von der Kommunikation mitgehört wird, welche Schlussfolgerungen da gezogen werden, das ist eben auch unklar. Das heißt, das, was eigentlich mal 1983 das Bundesverfassungsgericht entschieden hat, nämlich dass jeder Mensch das Recht hat, über seine Daten und die Verwendung seiner Daten selbst zu bestimmen, also das Grundrecht auf informationelle Selbstbestimmung, das ist nur noch schwer durchzusetzen, weil es für uns als Bürgerinnen und Bürger nicht mehr transparent ist, auf welche Daten tatsächlich wer Zugriff hat. Das betrifft die großen Konzerne, die damit machen, was sie wollen, dadurch, dass sie eben auch so vernetzt sind. Also wenn man sich auf Facebook aus Versehen mal blöderweise mal irgendeine Werbung angeklickt hat, der kriegt dann irgendwie die nächsten 3 Wochen ununterbrochen diese Werbungen und auch die verwandten Werbungen und kriegt auch noch mitgeteilt, dass XY, der sich das angeguckt hat, aber auch das angeguckt hat und ob man sich das nicht auch angucken will. Und das ist ja noch die harmlose Variante. Und insofern ist es, glaube ich, schon irgendwie insofern ein Angriff auf Demokratie, weil es ein wichtiges Grundrecht in Frage stellt, nämlich das auf informationelle Selbstbestimmung. Und umso wichtiger ist es tatsächlich, dass man auch die Sicherheitsbehörden in ihrer internationalen Vernetzung, und die sind ja auch international vernetzt, sowohl die Verfassungsschutzbehörden als auch die Polizeibehörden, dass man auch die dem Transparenzgebot unterwirft und dass es eine höhere parlamentarische und politische Kontrolle dessen gibt und dass vor allen Dingen jeder das Recht hat, auch zu erfahren, was eigentlich über einen erhoben worden ist an Daten. Das ist zwar in den Gesetzen verankert, dass man das anfragen darf, aber wenn man das dann macht, dann wird sofort die öffentliche Sicherheit ins Feld gebracht und dann kriegt man dann eben doch nicht die Informationen, die man haben will. Und ich glaube, da ist tatsächlich auch noch eine Menge zu tun, um dort eine Transparenz und auch diese Behörden zu zwingen, in die Transparenz zu gehen und also das hat halt auch nichts von Spionenjagen-Romantik, sondern es ist tatsächlich so, dass versucht wird, irgendwie uns zu gläsernen Menschen zu machen. Und ich glaube, dem muss man sich auch einfach entgegenstellen. Vielen Dank. Aber wir können uns nicht entziehen. Also ich zum Beispiel kann halt nicht auf WhatsApp und Facebook und so weiter verzichten. Es geht halt nicht mehr. Das stimmt. Ich bin Abgeordnete, ich bin Landesvorsitzende, das ist für mich auch ein Mittel, um Leute zu erreichen, die ich anders nicht mehr erreiche. Das ist leider so. Das ist die Ambivalenz. Ich glaube auch. Also es ist einfach so. Also zum Beispiel meine Nachbarinnen und Nachbarn am Kotti,
Meine Nachbarinnen und Nachbarn am Kotti kommunizieren über WhatsApp. Ich habe kein WhatsApp. Ich kommuniziere nicht mit denen. Also das ist halt einfach so. Und ich glaube, es wäre jetzt auch falsch zu sagen, das ist jetzt, also dann muss man sich da eben rausziehen. Also man muss auch zum Beispiel ganz deutlich sehen, wenn man zum Beispiel politisch aktiv ist, so, dann ist es halt einfach so, dann hat man zum Beispiel bestimmte linke Aktivistinnen oder so, die sind dann irgendwie auf Signal oder so. Aber bestimmte andere Leute, die halt einfach irgendwie jetzt diese Sicherheitsbedenken erstmal nicht haben, sind da nicht. Und wenn man gemeinsam kommunizieren will, dann steht man vor der Entscheidung, gehe ich auf diese Plattform? So. Und dann ist natürlich die politische Frage dahinter eigentlich, wie macht man die Plattformen sicher? Und wie nimmt man denen die Macht und nicht? Also ne, das ist halt, also glaube ich, das ist schon, das sind schwierige Entscheidungen, aber die sind auf jeden Fall, ich würde auch sagen, es ist schwierig, nicht da drauf zu sein. Genau. Aber vielleicht kannst du gleich in der Runde was dazu sagen, wenn du möchtest. So, ich habe schon zwei Fragen und viel mehr. Der Herr da hinten mit dem karierten Hemd war zuerst. Ja, ich wollte mal... Ja, also ich bin der Ralf Engelke von der BAG Grundeinkommen. Ich wollte noch mal so einen pessimistischen Aspekt da nochmal reinbringen. Ich bin grundsätzlich überhaupt nicht pessimistisch, aber da ist mir nochmal wichtig, dass da die Linke da bestimmte Themen nicht vergisst und auch nicht unterbelichtet bleibt. Da habe ich nämlich das Problem, dass sie da unterbelichtet ist, was die künstliche Intelligenz betrifft. Da müsste sehr viel mehr nochmal passieren. Wir haben jetzt hier die Auswüchse von der Digitalisierung mal so an die Wand geschmissen, was da so passieren kann, sowohl im Positiven als auch im Negativen. Wir waren jetzt mehr bei dem Positiven. Aber bei der künstlichen Intelligenz, da passieren doch ziemlich viele Schweinereien und die sind alle so ein bisschen im Hintergrund. Und da müsste viel mehr nochmal ja, von der Politik auch was kommen und darauf hingewiesen werden, weil das findet natürlich alles so in Hinterstübchen statt. Da hängen Universitäten mit dran. Wenn man einfach mal bei dieser großen Buchhandlung in Berlin, die Größe in der Friedrichstraße, mal vorbeigeht und sich nur mal dieses Bücherregal Künstliche Intelligenz mal anguckt, da kriegt man einfach einen Schock, was da schon unterwegs ist. Das ist eine Riesenwand mittlerweile geworden und ich verfolge das auch so ein bisschen. Und das wäre mir da auch nochmal wichtig, dass man da nochmal dranbleibt und vielleicht könnt ihr dazu auch nochmal irgendwie was sagen, wo das eigentlich auch im Bundestag zum Beispiel bearbeitet wird. Gibt es da Leute, die da dranhängen? Ja? Wir sammeln erstmal ein paar, da waren noch zwei und dann werden wir zum nächsten Block gehen. Manfred Wettler, zur Frage, was können wir tun? Wäre es nicht sinnvoll, wenn wir jetzt würden auf Linux umstellen? Nicht? Sei das bei der Bundesgeschäftsstelle, sei das in der Stadt Berlin. Das war es schon. Ja, ich bin Plüss aus der LAG Grundeinkommen und ich bin auch im AK Rote Bete aktiv. Und ich glaube, dass die Linke sich immer noch zu sehr auf Arbeitsplätze fokussiert und nicht auch genug darauf, wie die Befreiung von Arbeit für die Menschheit sich gut auswirken kann. Beispielsweise dieses ganze Lieferfahrradsystem könnte zumindest in der Stadt durch ein Fließbandsystem unterirdisch oder durch mehr Güterverkehr ersetzt werden. Auch diese ganzen DHL- und Postautos, die ja auch dieselbetrieben sind, könnten auch der Umwelt zuliebe durch elektrisch betriebene Fließbänder und elektrischen Güterverkehr durch Züge ersetzt werden. Quasi, dass die Digitalisierung nicht nur im Internet aktiv ist, sondern auch Automatisierung auf der Straße zu sehen ist. Gleichzeitig bin ich dafür, dass Flexibilisierung nicht zwangsweise verboten wird. Das heißt, ich würde zum Beispiel gerne auch 12 Stunden am Stück arbeiten können. Das Arbeitsrecht für Angestellte würde das wahrscheinlich nicht erlauben. Ich möchte aber nicht, dass alle das machen müssen, sondern dass es möglich ist. Gleichzeitig finde ich, dass dieses Netzwerk aus Sozialabgaben, was für Angestellte gilt, aber nicht für Freiberuflerinnen und das sollte ersetzt werden durch höhere Steuern für Unternehmen oder überhaupt mal Steuern für Unternehmen und dass quasi die in die Krankenkasse einzahlen
und dass gleichzeitig aber Krankenkasse für jeden gilt, statt dass, wie bisher, FreiberuflerInnen sich Sorgen machen müssen, ob sie überhaupt eine Krankenkasse finanzieren können. Ja, diese Idee mit den solidarischen Genossenschaften finde ich sehr gut, statt diesen Risiko-Startups, die dann irgendwie ganz viel Geld verfeuern und die Ideen versinken dann im Nirvana oder wie eben die Fahrräder, die dann irgendwo im Busch liegen. Und vielleicht könnte Berlin als Stadt sich da auch ein kommunales Unternehmen gründen, was Leihfahrräder, Leihautos betreibt, statt dass das irgendwie von Uber oder anderen VW-Konzernen betrieben wird. Danke. Axel Hildebrand. Ich bin Mitglied der Partei der Linken und ich sage das nicht ohne Grund vorneweg, weil ich mal ein paar Positionen einbringen will, die ich aus dieser Partei kenne zum Thema Digitalisierung. Da ist einmal die Position, die ich vorhin glaubte, auch herausgehört zu haben, dass die Digitalisierung Verwerfungen mit sich bringt. Was kann man deswegen gegen die Digitalisierung tun? Halte ich für völlig falsch, diese Vorstellung. Die zweite ist, dass die Digitalisierung ja eigentlich gar nichts Neues sei, sondern mit solchen Prozessen hätten wir es seit 50 Jahren zu tun. Argument Klaus Ernst aus der Fraktion. Und deswegen bräuchten wir uns um die Digitalisierung auch keinen Kopf machen. Wiederum finde ich es völlig falsch. Die Digitalisierung hat es mit neuen Produktivkräften zu tun, mit bisher nicht dagewesenen und mit einer rasanten Geschwindigkeit, die es bisher in der Geschichte der Menschheit auch nicht gab. Da kann man nicht einfach ignorieren, dann kann man nicht einfach dagegen sein, da muss man sehen, wie man politisch damit umgeht. Und zwar sowohl mit den Chancen, die sie bietet, aber natürlich auch mit den Gefahren. Und deswegen komme ich gerne mal auf die Frage der Demokratie nochmal zurück. Ja, die Digitalisierung birgt riesige Risiken, was Bürgerrechte und Demokratie betrifft. Katina hat das kurz angedeutet, zum Beispiel was die Selbstbestimmung ist, den Datenschutz betrifft. Weil das Gegenstück ist der gläserne Mensch, der manipulierbar wird. Und das hat weder was mit Bürgerrechten zu tun, noch mit Demokratie. Deswegen wäre das ein Punkt, wo die Linke ganz laut werden muss an dieser Stelle. Und damit wird auch deutlich, das ist nicht national zu lösen. Das ist nur international zu lösen. Das sage ich wieder in Richtung einiger bekannter Politiker der Linken, die aus dem Süden kommen, die so nationalstaatliche Erwägungen in jüngster Zeit immer wieder zum Laufen bringen. Nein, die Linke darf so einen Ansatz überhaupt gar nicht erst einbringen. Letzter Tipp von mir. Ich empfehle euch zu dem Thema das jüngste Buch von Richard David Precht. Da geht es um die Digitalisierung und was muss politisch getan werden. Und da bietet 6 Felder an, wo die Politik eigentlich schleunigst aktiv werden müsste. Die geht über den Datenschutz, über das Bildungssystem und viele andere mehr. Wer es noch nicht gelesen hat, von mir wärmstens empfohlen. Danke. Dann nehmen wir noch eine Frage, dann lasse ich erstmal die Fragen beantworten. Da hinten hat sich auch eine Frau gemeldet. Wer war zuerst? Habe ich gar nicht wahrgenommen. Wir lassen den. Ja, dort drüben. Ja. Aha, sehr schön. Dann quotieren wir es mal. Danke. Barbara Eder, KPÖ Österreich. Noch eine kleine Anmerkung zu Linux. Damals ist eben in der KP es gescheitert, die Systeme, die Server auf Linux umzustellen, unter anderem mit einem ähnlichen Argument wie das, was einen Austritt bei Facebook anbelangt. Es sei irgendwie dann kompliziert, es sei aufwendig, man arbeitet dann eben direkt mit informatischer Materie. Ein Texteditor öffnet sich nicht so einfach wie ein Word-Dokument und diese Systemumstellung ist zum Beispiel gescheitert. Warum nochmal ein Argument für Linux? Ich meine tatsächlich, dass Digitalisierung noch viel weiter geht im Sinne von algorithmische Regime prägen bestimmte Weltvorstellungen. Die Welt reduziert sich dann eben auf binär Oppositionen, wie das auch gesagt worden ist.
Und sozusagen, wenn man eben mit einem Betriebssystem arbeitet, was tatsächlich eine Free-Software-Philosophie dahinter hat und was eben dann auch viel Wissen erfordert, um bedient werden zu können, dann stellt sich das nochmal anders dar, was in dem Digitalisierungs- oder was irgendwie in Digitalisierungsformen dann verengt wird an Weltsicht, die möglich wäre. Und ich wollte dann auch noch mal was sagen zu Amazon-Lautsprecher. Warum wird das alles gekauft? Warum sozusagen, weiß nicht, ist Amazon die beliebteste Plattform für diverseste Elektronik-Gadgets? Und da geht es für mich auch noch mal irgendwie um diesen marxistischen Gedanken von, wie entmystifiziert man Warenfetische, die in der Gegenwart einfach ganz dominant sind. Ja? Also so irgendwie der Punkt, es ist schick, einen Amazon-Lautsprecher zu haben, es ist schick, diese ganzen Elektronik-Gadgets zu haben, und es ist noch mal so der Verweis, wie sieht es mit Produktionsbedingungen in den Foxconn-Fabriken aus, wie sozusagen bringe ich diese Komponente dann auch nochmal in den Diskurs rein. Genau, und indem eben mehr Wissen da ist und sozusagen die Arbeit mit Linux vermittelt automatisch ganz viel Wissen über informatische Strukturen, sozusagen entmystifiziert sich dann einfach auch dieses Gadget, indem man sieht, es ist eben ein Produkt, das unter bestimmten Bedingungen hergestellt wird, das irgendwie mit bestimmten Wissen gemacht wird, und es gäbe eben dann auch Alternativen, gerade was KI betrifft. Es gibt Open-Source-Projekte, eine Open-Source-Spracherkennung, die heißt Mycroft beispielsweise, und es gibt Alternativen zu Alexa und Co. Vielen Dank. Wir beantworten erstmal die Fragen, dann machen wir eine zweite Runde. Ich würde gleich eine Frage oben drauf setzen zu dem, was der Herr in dem blauen T-Shirt gefragt hat. Axel, danke schön. Position in der Partei, gerade als Berge Netzpolitik, wissen wir, wie hart der Kampf ist in dieser Front und welche Positionen manchmal vertreten sind, die etwas schwieriger sind, sage ich mal. Dann, wie gesagt, setze ich eine Frage oben drauf, vielleicht an Katja, wie können wir die Diskussion in der Hinsicht voranbringen? Ja, das ist in der Linken umstritten und in der Linksfraktion besonders heftig. Also die Debatten, das war nicht nur Kuschelpädagogik. Insofern, wie kann man das voranbringen? Ich antworte jetzt mal mit einem Werbeblock für euch. Also man kann zum Beispiel in die BAG eintreten, ja, wo der Sprecher heute anwesend ist, um das entsprechend voranbringen. Ich hatte für mich entschieden, bewusst in die Zeiten des Bundestagswahlkampfs, wo es immer nur um so platte Losungen ging wie Mindestlohn jetzt, Bürgerversicherung her und so weiter, mit der linken digitalen Agenda nochmal einen anderen Punkt zu setzen, wo man den Horizont etwas weitert und das weiter zu diskutieren. Ich will zu zwei Punkten ansonsten mal sagen. Die Frage, inwieweit kann man sich dem komplett entziehen? Und was kann man machen? Ich empfehle, also meine Haltung dazu ist, um das hier transparent zu machen, dort, wo es geht, also zum Beispiel, wenn ich was im Netz suche, gehe ich über die Webseite von Ecosia statt über Google. Das ist schön, da wird auch immer gezeigt, wie viel Regenwald man nebenbei rettet. Hat man noch ein gutes Gefühl. Oder wenn ich ein Buch kaufen will, gehe ich halt nicht zu Emma, mache ich das nicht über Amazon, sondern Buchladen an der Ecke, schon weil der Buchhändler so zauberhaft ist. Aber also nur für einen politisch korrekter Konsum, das sollten wir, wo es geht, machen. Aber ich finde, was nicht geht, ist, dass wir 100% unserer Lebensarbeitszeit und Ressourcen und Energien nur darauf verwenden, zu prüfen, ob wir jetzt in jedem Schritt alles 100% politisch korrekt machen, weil wir müssen auch handlungsfähig sein. So, ich sage das mal als Bundestagsabgeordnete mit drei unterschiedlichen Büros, die alle auf demselben Kalender Zugriff haben müssen, um überhaupt unser Leben und die Organisation unseres Alltags zu machen. Am Ende war die Entscheidung beim Handy die, es muss funktionieren und die unterschiedlichen Prozesse verarbeiten. So, und das finde ich, darf auch nicht das Kriterium Handlungsfähigkeit, genau weil wir harte politische Kämpfe gegen mächtige Gegner haben, ist auch ein wichtiges Kriterium. Genauso wichtig, würde ich sagen, wie die Frage des politisch korrekten Konsums. Und jetzt... Es gab den Appell, dass man das bei den Stundenzahlen so freier Hand haben soll und jeder muss auch das Recht haben, 12 Stunden zu arbeiten und so weiter. Ich wäre jetzt mal ein bisschen polemisch und spitze was zu, weil ich verstehe dein Anliegen, aber ich will auch eine Kontroverse deutlich machen. Zu glauben, wir könnten total frei entscheiden und jeder könnte ja dann auf 4 Stunden am Tag gehen. Die Realität in der Arbeitswelt ist eine andere. Es gibt am Ende erstens kulturelle, dominante Standards. Und es gibt eine Erwartungshaltung, die ganz schnell in einer ganz komischen Präsenzkultur mündet, wo nicht mehr entscheidend ist, was liefert man in der Erwerbsarbeitszeit, sondern man muss einfach da sein und der Erste und der Letzte sein und zur Not muss man es vortäuschen, dass man der Letzte ist.
So, und da würde ich jetzt, und zum Beispiel im politischen Raum, also kann das auch ganz persönlich machen, als ich Vorsitzende wurde, war ich damit konfrontiert, dass natürlich von Spitzenpolitikern erwartet wird, dass die mindestens eine 90-Stunden-Woche haben. Und wer das nicht hat, der galt als so ein Loser oder der eigentlich faul ist auf Arbeit und nicht ordentlich mithalten kann. Und wenn alle sich immer nachts bis mitternachts treffen, hast du auch ein Problem, wenn du irgendwann sagst, du, ich hole jetzt mal meine Tochter aus der Kita ab. Eine wichtige Arbeit im Übrigen an der Gesellschaft, weil die anderen treffen sich ja noch und besprechen Sachen. Und deswegen finde ich, braucht man, weil die dominante Tendenz in der Gesellschaft immer noch die ist, lieber zu viel arbeiten und zu viel Präsenzkultur, anstatt sich wirklich allen wichtigen Tätigkeitsbereichen zu widmen, würde ich eher sagen, ist unsere Aufgabe dagegen zu halten. Und ich habe damals ganz offensiv gesagt und vertrete das weiterhin, wer seine Lebenszeit alleine für Schlaf und Erwerbsarbeit verwendet, der ist nicht fleißig, sondern der ist unglaublich faul und er drückt sich vor wichtigen gesellschaftlichen Tätigkeiten wie der Reproduktionsarbeit, der Familienarbeit, des gesellschaftlichen Engagements. Und all die Politiker, die so tun, sie müssten hätten eine 90-Stunden-Woche, können das nur, indem sie wichtige Tätigkeiten outsourcen und sich davon drücken. Und nicht die müssen, nicht ich muss mich rechtfertigen, sondern die müssen sich rechtfertigen, dass sie die 90-Stunden-Woche als sozusagen Nonplusultra setzen. Ja, ich wollte auf die Linux-Frage eingehen. Ich finde natürlich Open-Source-Software auch total super und ich glaube, es ist auch wirklich wichtig, die Protokolle dahinter zu kennen und alles. Und auch da Facebook und so nicht als naturgegebene Programme hinzunehmen, aber ihr wisst schon, wer Linux benutzt, ne? Das Pentagon. Also, und das ist halt... Also, damit kommt nicht zwangsläufig was Positives. Also es wird nicht positiver, die Kommunikation in Ämtern wird nicht positiver oder freier oder es kommt keine Befreiung mit irgendwelchen Tools, wenn man zum Beispiel Linux benutzt. Und da würde ich, ja, aber sind Totschlagargumente verboten? Und deswegen würde ich auch trotzdem nochmal einfach ein Stück zurückgehen und sagen, so Technik ist einfach Ideologie. Also Technik ist, das ist ja das, was du auch gesagt hast, so, und das möchte ich auch nochmal irgendwie stark machen. Also das ist nicht einfach was, was irgendwie, also ich glaube, wir sind in so einer Misere auch, weil an einem ganz bestimmten Punkt aber angenommen wurde, es kommt die Lösung gesellschaftlicher Probleme durch Technik. Also da gab es ja nicht immer den neoliberalen Aspekt, über den wir jetzt negativ gesprochen haben, sondern die aus der gleichen Technikbewegung in den 80ern und 90ern ist auch zum Beispiel die Open-Source-Bewegung entstanden, die nicht gefragt hat, wie funktionieren die Unternehmen, wie funktioniert der Kapitalismus, sondern die haben gedacht, man könnte Tools bauen, die die Gesellschaft befreien und das alleine funktioniert eben nicht. Und da komme ich auch nochmal so ein bisschen auf die Frage, so, warum bauen wir nicht irgendwie, was wolltest du? Du wolltest, dass das irgendwie so Lieferbänder sind, die durch die Stadt gehen. Ne? Ich finde das irgendwie als Bild ganz schön, aber auch da ist man nicht wieder bei der Wurzel des Problems. So, warum wird denn so viel bestellt? Es wird so viel bestellt, weil die Leute zu Hause sitzen und das Gefühl haben, ich kann nicht mehr in den Laden gehen, ich schaff's nicht mehr. Weil Unternehmen wie Amazon oder auch Zalando, ne, hier unsere lokalen Helden, wahnsinnig viel Geld und wahnsinnig viel optimierte Technik reinstecken, uns weiß zu machen, so, also da Geld dran, dass diese Sachen bestellt werden. Dann, so entstehen diese Lieferketten. Die Leute bestellen nicht Essen, also ich würde jetzt einfach mal sagen, die Leute bestellen nicht bei Deliveroo und Foodora, weil sie sich denken, boah, das ist so geil, irgendwie so. Sondern sie bestellen das so, weil sie abends auf dem Sofa sitzen und sagen so, boah, ich kann nicht mehr. So. Und da löst auch kein Lieferband in der Stadt was, wobei das natürlich trotzdem netter ist, ne? Als wenn man jetzt irgendwie die Luft verpestet. Aber ich wollte auch nochmal irgendwie so zu diesem, was du gesagt hast mit dem Amazon Echo und diesen ganzen Sachen. Ich glaube, man muss immer wieder dahin gehen und sagen so, woher kommt es eigentlich, dass diese Produkte so als so gut angesehen werden? Und man muss immer wieder diese Mythen entzaubern. So. Und ich finde zum Beispiel einen Mythos, und über den haben wir jetzt noch gar nicht gesprochen, ist zum Beispiel auch, dass also je digitaler die Gesellschaft wird, desto mehr verpesten wir die Umwelt. Das muss man halt auch einfach mal sagen. Ne? Wir können unseren Föhn, glaube ich, also ich habe das neulich irgendwo gelesen, 10 Stunden laufen lassen für eine halbe Stunde Netflix. So, ne? Das sind so die Sachen. Und das sind ja zum Beispiel solche Dinge, über die halt... Ja, ja, aber das ist ja zum Beispiel auch eine Ideologie, ne, wo wir jetzt gar nicht drüber gesprochen haben, was ist ein anderer Preis, den wir zahlen bei Digitalisierung. Also das sind ja auch Mythen. Also da werden wahnsinnige Marketingbudgets investiert von Apple. Das ist einmal, werden diese Foxconn-Arbeitsbedingungen versteckt, aber es wird auch versteckt, wo der Müll hinkommt und wie dieser Strom genutzt wird und so. Und das ist zum Beispiel auch was. Wir müssen immer wieder dahinter gucken, was ist das für Technik? Wo kommt die her? Wer verdient daran?
Das war mir noch nicht klar, dass man 10 Stunden lang einen Föhn laufen lassen kann für eine halbe Stunde Netflix. Aber da ich nie einen Föhn laufen lasse, darf ich hin und wieder auch Serie gucken. Und ich habe festgestellt, dass für Politikerinnen und Politiker, glaube ich, dieses Serie gucken echt das Entspannungsmittel schlechthin ist. Weil man überall, wo man sich umhört, ist plötzlich das Serie gucken irgendwie so ein Abgleiten in eine andere Welt, wo man es mal alles vergessen kann. Und das hat, glaube ich, auch was damit zu tun, wie intensiv gesellschaftliches Leben im Moment geworden ist. Viele sitzen auf dem Sofa und können nicht mehr und deswegen bestellen sich was zu essen, weil sie irgendwie nicht mehr zur Pommesbude nebenan gehen wollen, obwohl man das da auch kriegen könnte. Das stimmt. Das stimmt deutlich. Und trotzdem passiert hier, also da sage ich jetzt auch mal für Berlin, passiert hier gerade was, was ein richtiges Problem wird. Ein Umweltproblem, ein Problem für Zusammenleben. Insgesamt, also seitdem Amazon eingeführt hat, dass man noch am selben Abend die Waren kriegt, die man bestellt hat, sieht man das nochmal viel verstärkter, dass die ganzen Fahrbahnen mindestens mal in zweiter Reihe voll sind mit diesen kleinen Lieferwagen. Und was hat das für Folgen? Die Fahrräder kommen nur noch schlecht durch, die Unfallgefahr steigt, die Autos hängen hinten dran. Damit steigen natürlich auch die Emissionen. Ja, da können wir noch so viel 30-Zonen ausweisen. Das finde ich alles richtig, muss man alles machen. Aber die Stadt wird einfach noch mal verstopfter, weil, wo sie sowieso schon voller wird. So. Also da verändert sich für die Leute richtig spürbar was dadurch, dass diese Bestellökonomie eine solche Ausweitung bekommen hat. So, und ich gehöre jetzt nicht zu denen, die irgendwie Leute dafür verurteilen, dass sie Sachen bestellen, weil die haben ja Gründe, warum sie das tun. Und für manche ist es, weil ist es bequemer, für manche ist es praktischer, für manche sind vielleicht mobilitätseingeschränkt und für die ist es ein Horror, wenn sie irgendwie das Zeug durch die Gegend schleppen müssen und wenn es noch so ein netter Laden um die Ecke ist. Aber für viele ist es einfach auch so, die haben die Läden um die Ecke gar nicht mehr, weil das ist natürlich auch eine der Folgen der Monopolisierung durch solche großen Konzerne wie Amazon, dass die Buchläden zu kämpfen haben, gerade die kleinen Buchläden um die Ecke, dass die kleinen Geschäfte um die Ecke zu kämpfen haben. Und damit der Anreiz zu sagen, man macht das alles schön zu Hause sonntags, ne, wenn dann auch noch unverschämterweise in Berlin die Läden geschlossen haben sonntags, da kann man ja dann schön bestellen und dann kann man das alles erledigen. Unverschämterweise jetzt übrigens in Anführungsstrichen, weil ich bin eine große Anhängerin der Sonntagsschließungszeiten, aber da verändern sich einfach gesellschaftliche Zusammenlebensformen und darauf müssen wir reagieren. Ich kann mir jetzt schlechterdings nicht vorstellen, dass wir unterirdische Fließbänder einbauen in Berlin, weil sowas sehr teuer ist. Das wissen wir ja auch von den U-Bahn-Bauten. Jede U-Bahn ist irgendwie 10-mal so teuer wie jede Straßenbahn. Und damit eigentlich unrealistisch. Aber ich glaube, wir müssen darüber nachdenken, wie man sozusagen verschiedene Verkehrsträger miteinander verbindet. Also es gibt ja auch schon Überlegungen, ob man nicht nachts, wenn die Straßenbahnen nicht mehr fahren, die auch für Logistikfragen nutzen kann, um Sachen zu transportieren. Das ist jetzt für die Anwohner auch nicht so schön, weil ganz leise sind Straßenbahnen auch nicht. Aber also dass man sozusagen oder ob man vielleicht U-Bahn-Schächte auch nutzen kann, um andere Dinge noch mit zu transportieren. Das sind so Sachen, wie können wir Synergien schaffen, um sozusagen die Stadt zu entlasten. Und da gibt es ja zwei unterschiedliche Smart-City-Diskussionen. Es gibt die Smart-City-Diskussion, die sagt, wir müssen alles möglichst gut vernetzen, damit die Unternehmen möglichst gute Bedingungen haben, um schnelle Netzanschlüsse zu haben, um schnelle Zugänge überall zu haben. Und es gibt die Smart-City-Diskussion zu sagen, wie kriegen wir eine intelligente Stadtpolitik so gestaltet, dass es für die Menschen lebenswert wird und sie sich in ihrer Stadt wohlfühlen und sich nicht irgendwie zu Gast dort fühlen. Und die Debatte, die müssen wir halt auch weiterführen. Und ich meine, ich glaube, wir sind da auch noch lange nicht am Ende und sind da auch sowohl hier in Berlin wie auch auf Bundesebene tatsächlich auch in vielen Fragen auch noch Suchende und sollten uns davor scheuen, da schon die festen Antworten zu haben. Was Linux anbetrifft, das war noch zur rot-roten Zeit, da hat Harald Wolff in seiner damaligen Wirtschaftsverwaltung gesagt, wir stellen jetzt alles auf Open Source und Linux um. Es war eine völlige Katastrophe, weil die natürlich mit allen anderen nicht mehr kommunizieren konnten. Nichtsdestotrotz haben wir uns aber der Open Source Strategie ja auch verpflichtet. Und das ITDZ, wie das heißt, das allgemeine landeseigene Datenzentrum, was jetzt irgendwie die gesamte Verwaltung digitalisieren, ITDZ, digitalisieren soll, die müssen jetzt gerade eine Strategie entwickeln, wie sie das hinkriegen. Ich bin gespannt. Dankeschön. So. Das ist natürlich, das sind 80.000 Arbeitsplätze, die zusammengebunden werden. Und zwar auch so mit Handys und allem drum und dran.
So, wir hatten eine Wortmeldung da und ein paar hier, die schon lange warten. Dann fangen wir mit dem her. Dieter Brendal, ökologische Plattform unter anderem. Die Digitalisierung ist ja aus meiner Sicht ein Werkzeug, das Segen oder Ärger bringt, je nachdem, wer es benutzt. Und es ist eigentlich viel wichtiger aus meiner Sicht, auch aus der Sicht der ökologischen Plattform, dass wir jetzt etwas tun, um die menschengemachte Klima, den menschengemachten Klimawandel zu verhindern. Und das geht ja eigentlich nur, indem man die jetzt noch mit nuklearen und fossilen Energien Geld verdienen, so viel Geld verdienen, dass sie damit Kriege führen können und ganze Regierungen kaufen können, dass man deren Macht einschränkt. Und das, alles, was sie tun, tun sie eigentlich auf gesetzlicher Grundlage, auf der Grundlage von Gesetzen, die auch die Bundesrepublik geschaffen hat. Und wir müssten doch etwas dagegen tun, indem wir Gesetze auf den Weg bringen und die in der Bevölkerung so popularisieren, dass diesen Geschäftemachern die Macht entzogen wird. Und das kann nur so gehen, wie das Katina angedeutet hat, dass man also soziale, ökonomische Kreisläufe organisiert. Und das kann man sicher auch in Berlin und in ganz Deutschland und sogar in der EU organisieren. Ich hatte dazu mal einen Vorschlag gemacht, der ist, weiß ich nicht, ob er angekommen ist. Ich habe ihm den Bundesvorstand und den Fraktionsvorstand gemacht, aber ich habe da keine Reaktion bisher darauf gehört. Ich habe das mitgebracht und gebe es euch im Anschluss. Vielen Dank. Joachim Schiwi, ich vertrete das Grundeinkommen. Heute bin ich aber hier, weil ich für Berlin werbefrei eigentlich einen Infostand machen wollte, aber meine Kollegen sind nicht gekommen. Also zum Essen ist ein großes Thema, ja. Also wer abends dann auf dem Sofa abhängt und irgendeine Serie anschaut, ich kenne das von meiner Tochter, macht das auch gerne, weil sie zu viel arbeitet, empfehle ich doch mal, es gibt Foodsharing in dieser Stadt. Es gibt über 6000 Foodsaver. Man kann sozusagen an Küchen für alle teilnehmen. Man kann dorthin kommen und ich finde es sehr toll. Ich wohne zwar in Potsdam, aber ich komme auch mal nach Berlin. Und da gibt es das Schiff, die Freibeuter, die liegt in der Rummelsburger Bucht. Und da ist jeden Mittwoch, solange das Wetter noch erträglich ist, ist so eine Küche für alle. Da bringt man mit, muss man nicht mal was zahlen. Man kann, wenn man nichts mitbringt, einen Soli-Beitrag entrichten. Und da ist man in Gemeinschaft auch. Ja? Also ein kleiner Tipp hier. Nicht, keine Frage. Jetzt mit dem grünen Hemd hinten. Danke. Christopher Eulk, Humboldt-Institut für Internet und Gesellschaft. Ich versuche mal nur als kurzen Zwischenruf in das ganze Heulen und Zähneklappern über Überwachung und Monopole. Wir haben eine Datenschutzgrundverordnung in der EU, die sehr viel beinhaltet von dem, was im Digitallinkspapier erst gefordert wird. Was ich nicht ganz verstehe, warum müssen wir Datenportabilität fordern, wenn sie schon da ist? Vielleicht könnte gerade eine Stadt wie Berlin diese rechtlichen Grundlagen, die schon da sind, nutzen, um Daten als öffentliches Gut denen zugänglich zu machen, die versuchen, die Monopole anzugreifen, die Plattformkooperativen bauen. Oder meinetwegen auch die Foodsharing machen und trotzdem was mit solchen Daten, anfangen könnten. Die zwei vorne. Also erstens, Nadja aus von der Linken Heidelberg. Und ich finde, wir brauchen erstmal eine neue Definition des Arbeitsbegriffs. Ja? Karl Marx, Oscar Wilde, dann je nachdem, wie man es interpretiert, auch Hannah Arendt, haben einen neuen Begriff gefordert, ja? Dass man eben schafft, dass also die Arbeit nicht nur eine Vision ist, dass man eine 30-Stunden-Woche hat, sondern wirklich wieder Zeit, um sich selbst zu individualisieren, kreative Arbeit, intellektuelle Arbeit, also
ganz nach Brecht, oder sitzt da, ja, das ist nicht mehr da, nach, dass man wirklich nach ganz diesen philosophischen Grundgedanken der Antike wieder auferlebt. Und da würde ich mir wünschen, dass vielleicht von der Partei da mal wieder eine große Konferenz geben wird, bitte nicht in Berlin, das wäre in Süddeutschen nicht so super, aber auch dann zum zweiten Thema, was hängt dann damit zusammen? Das ist natürlich auch das Bildungssystem, wenn man mal schaut, also gut, Informatik gibt es jetzt bei uns in Baden-Württemberg für die Gymnasiasten, aber das sollte doch auch schon in der Mittelstufe vorhanden sein, und das ignoriert meiner Meinung nach die Linke ein bisschen, und da braucht man auch wieder gezieltes Coaching, dass die Leute dort sich individualisieren können. Ich brauche nicht wundern, warum in Amerika ein Physiker oder ein Forscher nach dem anderen den Nobelpreis bekommt. Da kann man wirklich seinen eigenen Fähigkeiten nachgehen, und da muss nochmal die Linke ansetzen und da gerade gezielt diese kreative Arbeit, wo man nämlich im Zuge dieses IT natürlich braucht. Und der dritte Punkt ist, wie man gerade zum Beispiel auch so Maßnahmen wie das BGE oder sowas finanzieren kann. Ich finde, da ist die Linke noch viel zu zögerlich, wenn es um die Finanztransaktionssteuer geht. Was da war im Programm, glaube ich, 0,4. Ich finde, da können wir mutiger sein und sagen, gut, vielleicht setzen wir da vielleicht einen anderen Schwerpunkt, weil da fließt doch jetzt das große Kapital. Und das können wir doch nutzen, dann, um den Leuten zu sagen, ja, das BGE ist schon finanzierbar. Da ist die Quelle, und da, finde ich, können wir einen Schritt ein bisschen mutiger sein. Ja, ich bin Chris aus Düsseldorf von SDS und Linksjugend, bei SDS und Linksjugend aktiv, und ich mache mir viel Gedanken über die positive Erzählung, die wir in der Netzpolitik haben können, weil meiner Meinung nach ist Netzpolitik nicht einfach. Netzpolitik ist immer wieder schwer und wirft immer wieder Widersprüche auf. Zum Beispiel die Frage, die eben aufgekommen ist, Drohnen, Roboter, digitale Assistenten wie Alexa. Wir sehen, dass viele Menschen ein gewisses Bedürfnis dafür haben, und meiner Meinung nach dürfen wir nicht darin verfallen, das zu verurteilen oder uns auch möglicherweise lustig darüber zu machen. Wir müssen uns vielmehr fragen, wollen wir nicht auch eigentlich das gute Leben für alle, und haben wir irgendwie das Recht zu sagen, was ist jetzt noch guter Einsatz von Technologie, was ist einfach nur übermäßiger Einsatz von Technologie, und verfallen wir dabei nicht immer wieder in eine Konsumkritik? Ich finde, das kam auch heute wieder exemplarisch hier auf, und ich finde, wir müssen diese Diskussion führen, als es gerade um die Frage Facebook ging, warum schafft ihr es denn nicht, Facebook-Abstinenz zu leben, oder als es um die Frage von Linux ging, ja, warum benutzt ihr denn kein Linux? Wir müssen diese Diskussion führen. Sind denn eigentlich solche Forderungen lediglich eine Konsumkritik? Und es ist doch auch so, dass Grüne in der linken Partei, die beispielsweise in der ökologischen Plattform sind, die verlangen doch auch nicht, verzichtet doch bei Demonstrationen mal auf das Plastikabsperrband. Die verlangen doch auch nicht, wir wollen aber überall Bio essen, bei jeder Veranstaltung, auch wenn die Veranstaltung dann aus Kostengründen nicht mehr stattfinden kann. Und wir müssen diese Widersprüche meiner Meinung nach aushalten. Wir müssen uns immer im Detail mit den Fragen beschäftigen. Zum Beispiel, ich habe mir jetzt noch ein paar Sachen aufgeschrieben, die ich vielleicht noch mal ganz schnell runterrasseln möchte. Wir müssen künstliche Intelligenz natürlich nutzen, aber zum Guten nutzen. Und wir müssen möglicherweise Aufsichtsbehörden schaffen für Projekte von künstlicher oder Einsatz von künstlicher Intelligenz. Meiner Meinung nach können wir unsere Politik nicht gegen Technologie gewinnen, sondern wir müssen eben Technologie mit unserer Politik verbinden. Wir müssen Plattformen wie Facebook, Google, die Diskussion gab es vor einigen Jahren, demokratisieren. Wir müssen jetzt die Forderung stellen, Algorithmen offen zu legen, und beispielsweise die Privatisierung des öffentlichen Raums im Internet, die ja stattgefunden hat. Das Internet war mal öffentlich, jeder konnte eine Website machen. Heute gibt es Facebook, komplett privatisiert, und theoretisch können wir alle wieder eine Website machen. Aber es ist völlig unrealistisch, dass Menschen sich Gehör verschaffen können mit einer Website. Ja? Auch autonomes Fahren. Ich mache auch Kommunalpolitik. Es wird immer von den Liberalen und von den Rechten und Konservativen gesagt, autonomes Fahren kommt, wir dürfen jetzt den ÖPNV nicht ausbauen, weil hinterher stehen wir mit den Kosten da. Da stelle ich dann immer die Frage, warum ist denn ÖPNV nicht ein autonomer Bus? Wie beispielsweise die Stadt Monheim, die eine Menge Geld hat, ja, jetzt autonome Busse eben einführt. Und beispielsweise gibt es in meiner Heimatstadt in Düsseldorf die Kooperation von EMI, den Elektrorollern, mit den Stadtwerken. Also warum ist das Sharing-Angebot nicht eine Dienstleistung der Stadtwerke, sodass wir die Kontrolle darüber haben, woher kommt der Strom für die Roller, und eben auch die Debatte um das Umparken von solchen Fahrzeugen, was dann wieder schlecht für die Umwelt ist, können wir das eben nicht dem Markt überlassen, sondern reclaimen wir das selber.
Und letzter Appell vielleicht, Netzpolitik muss meiner Meinung nach, ist vielleicht eine scharfe Kritik, aber ich denke, da sind wir uns einig, auf Bundesebene und auf europäischer Ebene in der Linken eine noch größere Rolle spielen. Ich weiß, dass die Bundestagsfraktion da eigentlich mittlerweile ziemlich gut aufgestellt ist, aber wir müssen die Debatten claimen. Ich denke mal, das haben wir auf dem, auch aus der Piratenpartei letztlich gelernt. Es gibt diese Diskussionen, können wieder aufkommen und wir müssen sie fördern. Okay, jetzt könnt ihr darauf eingehen. Wer möchte anfangen? Das waren ja auch, also wir müssen ja nicht auf alles reagieren, weil das waren ja sehr interessante Beiträge und wir sind ja hier nicht in so einer Frage-Antwort-Situation, sondern wir beraten ja gemeinsam, wie wir vorankommen und was wir zu tun haben. Deswegen wollte ich gerne nochmal den Gedanken zur Finanztransaktionssteuer weiterentwickeln. Ich finde auch, ja, das ist ein wichtiger Punkt und es gehört zu dem großen Ärgernissen, dass jetzt, ne, also 10 Jahre Crash der Lehman Brothers Bank, Axel Trost, der übrigens zwischenzeitlich mal hier war, hat der erst vor kurzem hat das nochmal schön aufgearbeitet, dass man das nicht genutzt hat, um entsprechend den gesamten Finanzmarkt da auch an die Kandare zu nehmen und eine ordentliche Finanztransaktionssteuer hätte dazugehört. Ich glaube, da müssen wir auf jeden Fall ran, aber damit hören die Aufgaben für uns nicht auf. Es geht ja weiter. Also der Stellenwert von, die Bedeutung von Kryptowährungen kann unglaublich wachsen. Und David Richard Precht hat ja die Prognose, dass deren Bedeutung enorm wachsen wird. Und du dann auch vor der Frage bist, okay, wie besteuerst du das, wie machst du das? Oder gibt es da einfach, ist das so eine Art Dark-Währung, die sich staatlichen Regulierungen entzieht? Übrigens für sächsische Ohren und Münder ist es total schwer, wenn ihr immer nur den Nachnamen nennt. Ich weiß nie, meint ihr Berthold Precht von der Dreigroschenoper oder meint ihr Richard David Precht? Aber das nur am Rande. Und übrigens genauso wie die Kryptowährung gibt es ja auch jetzt, also das Darknet ist ja, ich meine, früher irgendwie gab es das, irgendwie gab es Schwarzmärkte, da hatte man noch so eine Ahnung, wo die stattfinden, wo die Sachen jenseits von Steuer und staatlicher Regulierung langlaufen. Inzwischen ist das ja ein internationales Geschehen, so wo man auch sagen kann, also wenn wir mal ernst machen und wirklich ein Grundeinkommen einführen und zwar im ersten Schritt europaweit, dann das auch als ein internationales, globales, soziales Recht denken, dann geht das natürlich nur in einer knallharten und effektiven Besteuerung sämtlicher Profite der transnational agierenden Konzerne. Dass dann nicht sozusagen nochmal viel stärkere Absatzbewegung ins Darknet gibt, also das heißt, da haben wir richtig viel vor uns. Insofern fand ich den Ansatzpunkt sehr erfrischend zu sagen, ja, wir müssen schauen, wo man selber auch eine richtige Praxis an den Tag legen kann. Aber weil die Gegner und die Herausforderungen so groß sind, sollten wir möglichst nicht uns permanent selbst geißeln, sondern sagen, die gemeinsame Handlungsfähigkeit und wie wir Sachen voranbringen können, ist ganz wichtig. Ja, ich wollte noch mal was zu der Kontrolle über Daten sagen oder Kontrollinstanzen zur künstlichen Intelligenz. Also ich bin auf jeden Fall auch dafür, die Kontrolle über die Daten nicht abzugeben. Hier in Berlin passiert es ja jetzt auch, glaube ich, dass es so ein Carsharing-Experiment mit der BVG gibt und die Daten gehen zum Beispiel auch zu einem Silicon Valley-Unternehmen. Das ist ganz, ganz gefährlich. Also, ne, und ich glaube, da muss man sich auch drüber unterhalten, wie man das irgendwie demokratisiert. Gleichzeitig mache ich mir auch starke Sorgen über Kontrollinstanzen, die jetzt einfach nur in die bestehenden Systeme implementiert werden. Also ich meine, das hört sich ja immer schön an, ne? Das sind halt Kontrollinstanzen, wir leben in einer Demokratie, wir sind einfach mit einer Situation konfrontiert, wir erleben eine so rasend schnelle Faschisierung der Gesellschaft. Also wir müssen uns auch darüber unterhalten, was passiert mit den Daten. Also das Modellprojekt ist ja immer Barcelona, so toll, ne? Und keine Ahnung, und die sind alle verschlüsselt, die Daten, und keine Ahnung. Keiner garantiert uns, dass man diese Verschlüsselung nicht irgendwann trotzdem hacken kann. Keiner garantiert, dass diese Daten, die dann quasi vertrauensvoll in städtische Hände gegeben werden, nicht auch missbraucht werden als nächstes. Also nur, weil es dann keine Silicon Valley-Unternehmen sind. Also das ist zum Beispiel, das kann man nicht entkoppelt betrachten. Also das ist so, also ja, Daten in öffentliche Hand und nicht an private Unternehmen, aber die Frage wie ist, glaube ich, nochmal eine weitaus größere Diskussion. Also das rekurriert ja so ein bisschen auch auf die Idee von Smart City,
wo ja tatsächlich es dann um die Idee geht, ganz viele Verkehrsträger miteinander zu vernetzen, Häuser zu vernetzen, also sozusagen die Vernetzung überall, das hat dann auch Vorteile, weil es würde dann zum Beispiel überall WLAN geben, was für viele erstmal wichtig ist, weil es nicht auf die Kosten der eigenen Datenvolumen geht, bei seinem Mobilfunkanbieter, aber es hat eben auch Nachteile. So, und ich mit der BVG und dem Carsharing, da weiß ich nicht, da muss ich mich nochmal schlau machen. Ich weiß, dass es solche Diskussionen gibt. Und auch hier in Berlin ist Emmy zum Beispiel an Vattenfall, was ja früher mal das landeseigene Stromunternehmen ist. Mittlerweile haben wir ein landeseigenes Stadtwerk aufgebaut. Jetzt gehört Vattenfall ja dem schwedischen Staatskonzern. Ich sehe allerdings schon, wenn man solche Überlegungen hat, wie kriegt man sozusagen gemeinwirtschaftliche Ideen, wie so eine Mobilität für alle hin, dass da die landeseigenen Unternehmen und Genossenschaften, die dem Gemeinwohl auch verpflichtet sind, es gibt ja auch durchaus gewinnorientierte Genossenschaften, aber gemeinwohlorientierte Genossenschaften, dass das sozusagen ein Modell ist, wie man sowas organisieren kann. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass eine Verwaltung irgendwie Carsharing organisiert oder Rollersharing oder Fahrradsharing, das wird schief gehen. Also dazu kenne ich Verwaltungen gut genug. Also man muss das schon irgendwie in eine Form gießen, dass es auch funktionieren kann. Und das hattest du ja, glaube ich, auch gesagt. Vielleicht gibt es ja solche Möglichkeiten, da auch sozusagen den öffentlich-rechtlich oder gemeinwohlorientierten Bereich nochmal zu stärken, um das sozusagen den Profitinteressen zu nehmen. Also dass man dann eben nicht irgendwie 43 Cent pro Minute, wo man dann mit so einem Autowert zahlen muss, was dann irgendwie notwendigerweise dazu verleitet, irgendwie Kopf und Kragen zu riskieren, und zwar nicht für einen selber, sondern für andere, weil man dann natürlich Minuten sparen will. Also wie man dann auch zu anderen Modellen kommt. Ich glaube nicht, dass das alles so einfach wieder zurückzudrängen ist und zu sagen, jetzt fahrt mal gefälligst Bus, weil die Leute sind nicht so. Und die fahren trotzdem auch Bus, aber sie wollen eben nicht nur Bus fahren. Und wenn ich mich in meiner eigenen Partei umschaue, gerade unter den jüngeren Leuten, die sagen auch, wir wollen unbedingt Bus fahren, wir wollen unbedingt funktionierendes ÖPNV-System, aber wir wollen auch die Leihroller und wir wollen auch die Leihautos und wir wollen diese Flexibilität, damit wir uns keine eigenen Autos anschaffen müssen, weil Besitz belastet auch. Und natürlich ist ein eigenes Auto natürlich auch ein Umweltproblem. So. Also da sieht man auch wieder, dass Fortschritt durchaus ja auch eine zwieschneidige und zweischneidige Veranstaltung ist. Und es immer darauf ankommt, wie man es gestaltet. Und da kümmere ich mich noch mal drum, wie das mit der BVG und dem Silicon Valley ist. Schick mir das mal, das wär lieb, ja. Wolltest du noch was sagen? Genau, vielleicht einfach noch mal ganz kurz, warum Barcelona im Moment immer so positiv diskutiert wird. Also Barcelona hat ja extrem unter der Finanzkrise gelitten, hatte eine neoliberale Regierung und dann gab es ja diese Platzbewegungen und am Ende hat eine Plattform aus diesen Bürgerbewegungen quasi, sitzt jetzt in der Stadtregierung. Und eine der Maßnahmen, die Ada Colau, die Bürgermeisterin, getroffen hat, ist eben Francesca Pria einzustellen für alles, was irgendwie Digitales im Stadtraum betrifft. Und ich finde, da passieren total viele interessante Sachen, also zum Beispiel so Förderungen von Plattformgenossenschaften, die Frage zum Beispiel, wie muss so ein ökonomisches System in so einer Stadt beschaffen sein, damit auch Plattformgenossenschaften wachsen können, aber eben nicht unter Risikobedingungen wie zum Beispiel Startups. Also weil das ist ja zum Beispiel, wir wollen die ja gar nicht in Konkurrenz bringen. Also das heißt, es muss auch irgendwie, man kann die nicht einfach nur fördern, sondern man muss da irgendwie auch ein anderes Ökosystem, ein wirtschaftliches installieren. Und es geht zum Beispiel auch um solche Sachen wie kann man zum Beispiel Korruption melden? Wie kann zum Beispiel eine Mischung geben aus Mitbestimmung im Stadtteil und eben auch digital, aber auch in solchen, also tatsächlich irgendwie in analogen Mitbestimmungen. Und da die eben sehr viel mit Daten arbeiten, sind die immer ein Beispiel dafür, dass es sehr positiv ist. Demokratisierung von Daten. Und ich finde, man muss sich das auch genau angucken, weil man braucht genau solche Projekte. Man braucht genau Leute, die halt einfach mal Dinge ausprobieren in irgendeinem sicheren Rahmen. Ich betrachte das aber eben auch mit ganz viel Angst, weil eben so eine Regierungszeit ist irgendwann auch vorbei. Manchmal dauert die auch noch mal ein bisschen länger, aber so Regierungen wechseln. Und ich finde, das darf man bei diesen ganzen, was ich eben auch schon mal gesagt habe, also ich möchte es gerne noch mal stark machen an dem Punkt. Also nur weil der Staat im Moment mittlerweile als irgendwie der bessere Kandidat erscheint, im Gegensatz zu diesen ganzen Plattformen. Also ich finde, ich habe jetzt nicht so gute Erfahrungen mit dem gemacht und ich würde sagen, also ne, das kann man irgendwie auch geschichtlich sehen, dass man nicht immer so gute Erfahrungen mit dem Staat macht. Ich möchte auch nicht, dass der die Daten hat. Also so, ne? Also deswegen muss ich
sind diese ganzen Kontrollinstanzen und Demokratisierung von Daten, da muss man auch aufpassen, dass man nicht wieder in die gleiche Falle tappt und denkt so, ah, das ist jetzt eine andere Art, mit Daten umzugehen. Genau. Apropos Franziska Breer, sie hat im Auftrag der Rosa-Luxemburg-Stiftung zusammen mit Evgeny Morozov eine Studie dazu geschrieben, also zu Smart City und wie es umzusetzen ist. Ganz spannend, könnt ihr bestimmt am Stand von der Rosa-Luxemburg-Stiftung unten abholen. Jetzt haben wir Zeit für noch eine kurze Runde, falls es noch Fragen, Wortmeldungen gibt. Eberhard Holt, mein Name. Vielleicht mal zwei Sätze zu meiner Person. In dem Wissen, dass die kapitalistische Gesellschaft immer totalitärer wird und das Bürgertum selbst auch verwildert, demokratische, sagen wir mal, Prozeduren immer mehr vernachlässigt oder untergebaggert werden, habe ich mich darauf vorbereitet, vorzeitig aus dem Arbeitsleben auszuscheiden, 8 Jahre vor meiner normalen Verrentung. Das ging, weil ich finanziell mir das leisten konnte als Ingenieur. Das, mal so, ich habe gemerkt, wie an der ökonomischen Front Menschen fertig gemacht werden. Ich habe gesehen, wie ein Ingenieur eines großen Unternehmens 60 Seiten im Intranet zum Corporate Governance und Mitarbeiterführung und Schutz vor Stress und was noch alles, die werden trotzdem fertig gemacht. So. Das zunächst mal aus diesem Wissen heraus habe ich dafür gesorgt, dass ich endlich Zeit habe. Seit gestern bin ich ein freier Mann, bin auch der Arbeitsagentur nicht mehr verpflichtet. So, und jetzt zu dem, was noch wichtiger ist. Die Ziele, die wir hier eben uns vornehmen, die haben irgendwo ihre Grenzen. Man kann den Kapital nicht endlos in die Suppe spucken, ohne es zu endgültig zu beseitigen. Ja? Also es hat seine Grenzen. Wir können wahrscheinlich nur halbwegs annehmbare Lebensverhältnisse schaffen für die Menschen innerhalb der Digitalisierung. Und dem möchte ich jetzt noch einiges anfügen. Die Kapitalentwertung, die jetzt schon im richtig Schwung bekommt, die beträgt nach meinen Schätzungen ungefähr 6-8% pro Jahr weltweit. Das kann man sich daraus ableiten, die Schulden der Unternehmen, Staaten, der Bürger, auch der Finanzunternehmen haben in den letzten Jahren etwa 8 Billionen Dollar pro Jahr zugenommen. Und das sind mehr als 10% des Weltsozialprodukts, die eben kreditfinanziert waren damals. Wenn das Wachstum ja nur 3-5% ist pro Jahr, da kann man sich aus der Differenz errechnen, wie groß die Kapitalentwertung ist. Auch wenn die jetzt noch auf dem Papier noch nicht erfolgt ist. Aber wenn die Anleihenblase platzt, dann ist es soweit. Dann können sie vielleicht mal 100 Billionen Dollar abschreiben. Nicht bloß 20 oder 50 Billionen wie 2007. Also es gibt einen Lichtblick, aber es wird noch lange schwierige Kämpfe geben mit viel Aufregung. Und ich habe gesehen, wie Leute zusammenbrechen. Ich habe in meiner Umgebung auch Selbstmörder eben gehabt, habe jetzt in der letzten Zeit Leute betreut, die eigentlich auch fertig gemacht wurden. Ich habe die Zeit jetzt und widme mich dem etwas stärker. Danke. So, jetzt haben wir 2 Wortmeldungen hier vorne. Tatsache, dass das Pentagon Linux benutzt, würde ich sagen, spricht für Linux. Nicht? Und das Zweite ist, es wurde so ironisch gesagt, ja, es hätten Leute geglaubt, dass mit freier Software man die Welt verändert. Ja genau, die Frage ist, wem gehören die Programme? Das ist die zentrale Frage. Und darum finde ich, die freie Software ist eine ganz wichtige Sache. Voilà. Ja, Jan Schlimmermeier, ich arbeite in der Bundesgeschäftsstelle der Linken. Und ich würde gerne nochmal diese Frage von staatlicher Datensouveränität aufgreifen, die Nina ja gerade schon angesprochen hat, weil das ist ja tatsächlich ein Problem. Also wenn man jetzt sich Horst Seehofer vorstellt, der dann, man weiß ja nie, wie die gesellschaftliche Entwicklung weitergeht oder Maßen, die dann am Ende irgendwie quasi Facebook verantworten. Das ist ja tatsächlich eine Perspektive, die man nicht wollen kann, aber es gibt ja Möglichkeiten und Ideen, wie man das jetzt schon angehen könnte. Also wenn man zum Beispiel nochmal ein bisschen denkt in diese Richtung von Gemeinwohlökonomie oder auch Mietshäuser-Syndikat. Da gibt es ja Modelle, wie man quasi jenseits von Markt und jenseits von Staat sowas auch Formen des Wirtschaftens organisieren kann. Das heißt, man könnte ja überlegen,
solche Unternehmen wie Google oder Facebook eigentlich in so eine Form von Gemeineigentum über Stiftungen, über Genossenschaften und so weiter und so fort, natürlich dann verbunden mit demokratischen Beiräten, Nutzerbeiräten oder wie auch immer man das dann nennen möchte, also das zu kombinieren. Und ich würde sagen, das ist schon eine relativ eindeutige Perspektive, die man da auch als Linke aufmachen kann, wo man eine Kritik formuliert an dieser neoliberalen Digitalisierung und Plattformökonomie, ohne in so eine Idee von, wir müssen das jetzt alles wieder verstaatlichen, zurückzufallen, kommt. Und vor dem Hintergrund noch zwei konkrete Vorschläge. Ich finde, zum einen ist diese Frage von Förderung von Gemeinwohl-Startups oder wie man das dann auch immer nennen möchte, ist tatsächlich eine, wo wir, glaube ich, noch relativ viel Luft nach oben haben. Und dann müssen wir, also dann gibt es natürlich einerseits die Möglichkeit, dass man gewissermaßen Fonds, Förderfonds auflegt, die genau solche Unternehmensmodelle fördern. Es wäre aber auch schon was, wenn Bund und Land ihre Forschungsausgaben daran koppeln, dass das an Open-Source-Lizenzen gebunden wird. Das ist ja was, was bisher nicht passiert und wo ein Großteil der gesamten Forschungsausgaben quasi letztendlich in privaten Händen dann wieder versickert. Und das wäre was, was man relativ einfach machen könnte. Ein zweiter Punkt, der ist vielleicht ein bisschen weitgehender, aber ich finde, je länger die Diskussion hier gedauert hat, desto eindeutiger wird das jetzt ganz konkret für einen Europawahlkampf ist eigentlich eine super Forderung für die Linke wäre, zu sagen, okay, dann nehmen wir dieses europäische Thema auf. Wir machen das auch mit einem Alleinstellungsmerkmal und liefern uns jetzt nicht nur mit der SPD einen Wettbewerb darum, wer Dollar über Amazon und so weiter schimpft, sondern wir stellen tatsächlich die Eigentumsfrage und formulieren einfach mal die Forderungen ganz konkret, dass auf europäischer Ebene gewissermaßen so eine genossenschaftliche Lösung für eine Enteignung der großen fünf braucht. Ich glaube, das wäre was, mit dem man auf jeden Fall eine öffentliche Debatte auch lostreten könnte, jenseits dieser Frage Flüchtlinge, Innen-, Außen-, Kultur. Danke. Vielen Dank. Gibt es noch Wortmeldungen? Ich würde noch, also ich würde statt genossenschaftlich würde ich lieber sagen. Warte auf das Mikro, bitte. Also, okay. Statt genossenschaftlicher würde ich sagen, ich bin in einer Wohnungsgenossenschaft und bin da sozusagen auch gewählter Vertreter. Gemeinwohlorientiert müssen wir sein. Genossenschaft heißt nicht gleich gemeinwohlorientiert. Leider. Dankeschön. Jetzt habt ihr die Möglichkeit, noch darauf einzugehen. Ja, ich fand, das war eine spannende Diskussion. Am Ende von Parteitagen singt ja die Linke immer die Internationale. Keine Angst, ihr müsst jetzt nicht singen, ich will nur daraus zitieren. Also ihr dürft auch gerne. Es gibt da diese wunderschöne Zeile, es rettet uns kein höheres Wesen, kein Gott, kein Kaiser, kein Tribun, uns aus dem Elend zu erlösen, müssen wir selber tun. Ich füge hinzu, auch die Technik erlöst uns nicht aus dem Elend, das müssen wir selber tun. Die Frage ist jedoch, mit was für einer Haltung geht man als Gesellschaftliche daran? Mit einer Haltung, ach, wie schön war das doch früher und wir wollen wieder zurück und möglichst uns abschotten, weil alles macht uns so unsicher und so weiter. Oder sagen wir ganz selbstbewusst, wir wissen um alle Herausforderungen und möglichen Zumutungen, aber wir wollen die Kämpfe um eine Zukunft nach vorne gerichtet aufnehmen. So, und da plädiere ich sehr dafür und knüpfe halt nochmal an bei Nix Rinicek an einem Zitat. Heimat der Linken war immer die Zukunft und es gilt sie erneut zu erobern. In diesem Sinne, danke für die Diskussion. Ja, ich will gar nicht so viel anderes sagen. Also ich fand meine beiden Vorredner, da habe ich nichts zu ergänzen. Ich wollte nur noch mal zu der Linux-Sache was sagen. Ich wollte nicht gegen Linux reden. Also das ging nicht darum zu sagen, ich finde Linux blöd. Also was ich gesagt habe, ich finde es wichtig, Open-Source-Software. Ich finde es wichtig, dass keine geschlossenen Systeme, wie zum Beispiel bei Apple oder irgendwie sowas gibt. Ich finde nur, man sollte die nicht überbewerten. Und ich finde das Letzte, was du gesagt hast, dass es nämlich eben um Eigentumsverhältnisse geht, das darf man dabei nicht aus den Augen verlieren. Also bei Microsoft integriert auch Linux. Da hat man, ne, das trägt auch zu deren Profiten bei. Und zu dem, was du jetzt eben gesagt hast, Katja, würde ich, glaube ich, auch noch mal so ein bisschen den Bogen zu spannen, was ich am Anfang gesagt habe. Wir haben ja jetzt viel auch wieder am Ende dann über technologische Lösungen und sowas gesprochen, aber ich glaube tatsächlich, der Fortschrittsdiskurs der Linken muss abgekoppelt werden von den technologischen Fragen. Also das ist, glaube ich, ja ab und zu immer hier auch mal wieder ein Thema gewesen. Wie wollen wir leben? Wie wollen wir irgendwie miteinander auskommen? Wie wollen wir nicht fertig gemacht werden? Ne? Also der Kapitalismus ist einfach ein mörderisches System, das Menschen umbringt, in den Tod treibt, krank macht und so. Und da gibt es unter anderem auch technologische Lösungen, aber tatsächlich ist es einfach so, das muss weg. So, also das wollte ich einfach nochmal stark machen.
Ja, jetzt ist so viel gesagt worden, da kann ich mich sehr kurz fassen. Ich möchte mich bei euch bedanken, weil das ist eine Veranstaltung, aus der ich schlauer rausgehe, als ich reingekommen bin. Ich glaube, es gibt viele Dinge, die einfach angesprochen worden sind, wo wir noch weiter diskutieren müssen, wo wir auch in anderen Kreisen noch weiter diskutieren müssen. Viele Anregungen, vielen Dank und schönen Tag noch. So, ich schließe mich an mit zwei Ankündigungen. Eins im Namen der Berge Netzpolitik. Am 21. und 22. Oktober findet das Jahrestreffen der Berge unter anderem mit einem Workshop, um genau solche Positionen zu erarbeiten und in der Partei voranzutreiben. Also kommt gerne vorbei, könnt mich nachher ansprechen, um mitzumachen. Ich habe auf jeden Fall einiges mitgenommen für dieses Treffen. Zweites ist eine Durchsage des Orga-Teams. Es gibt heute Essen im Innenhof, sollte sehr lecker sein, also hingehen. Und ich bedanke mich ganz herzlich bei meinen Mitdiskutantinnen. Und als Vegetarier hoffe ich nicht. Und natürlich bei euch für die Teilnahme. Vielen Dank.